Veranstaltung vom Friedenszentrum bzw. Friedensbündnis und IPPNW zum Thema nukleare Abrüstung in Braunschweig statt. Schon im März war im Rahmen unserer Friedenszentrumsreihe Wege zu einer Kultur des Friedens das Thema Büchel in Solidarität mit der 20-wöchigen Kampagne Büchel atomwaffenfrei und atomwaffenfrei jetzt. Am 8. Juli fand der Flaggentag der Mayors for Peace in 200 Städten Deutschlands statt. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen für den Frieden haben vor ihren Rathäusern für die Abschaffung von Atomwaffen geworben. Auch in unserer Stadt, wo in der Dornse eine Vortragsveranstaltung mit Ernst Ludwig Iskenius vom IPPNW stattgefunden hat. Der Titel war Büchel ist überall. Am 5. August war der Hiroshima-Gedenktag. Wir hatten eine Lichterprozession und 100 Kerzen am Hiroshima-Ufer mit Musik und Lyrik von Hans Fechtel. Und heute, am Nagasaki-Gedenktag, findet unsere Podiumsdiskussion statt zum Abschluss dieser Reihe. Der Titel: Wie bringen wir die atomare Abrüstung voran? Ich begrüße dazu die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf dem Podium. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Parteien sind Carola Reimann von der SPD, Miriam Staute von den Grünen und Inge Höger von Die Linke. Ich begrüße auch unseren Diskussionsleiter Henning Noske von der Braunschweiger Zeitung. Und Frieda Schönl als den Vertreter des Friedenszentrums. Und ganz besonders begrüße ich Helmut Kess als Vertreter des IPPNW und des Friedensbündnisses. Der hat hier nicht nur alles und vieles inhaltlich vorangetrieben, sondern er hat lange und hart an dieser Podiumsbesetzung gearbeitet. Leider ist es ihm dennoch nicht gelungen, jemanden von der CDU zu dieser Veranstaltung zu gewinnen. Und ich begrüße natürlich alle hier Anwesenden, die Interesse an unserer Veranstaltung zeigen. Heute steht die Rolle Deutschlands im Mittelpunkt unserer vier Veranstaltungen zu den Atomwaffen. In einer Forsa-Umfrage im März sind über 90% der deutschen Bevölkerung für eine Ächtung der Atomwaffen. Die Realität ist, mit 36 Tornado-Kampfflugzeugen stellt das deutsche Jagdbombergeschwader 33 in Kochem das Trägersystem für die Atombomben, von denen 20 in Büchel lagern. Deutsche Piloten trainieren regelmäßig den Abwurf. Sie sind im Ernstfall verpflichtet, die Atombomben auf Befehl der NATO von deutschem Boden aus im Zielgebiet abzuwerfen. Dabei sind die USA Befehlshaber, die im wahrsten Sinne des Wortes jene, die die Schlüsselrolle spielen. Dass auf unserem Boden Atomwaffen lagern, ist aufgrund der nuklearen Teilhabe Deutschlands innerhalb der NATO möglich. Im Jahre 2010 gab es einen Bundestagsbeschluss, der den Abzug der Atomwaffen forderte, den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Die damalige CDU, CSU, FDP-Regierung und auch die jetzige deutsche Bundesregierung haben diesen Beschluss nicht weiter verfolgt. Der Abzug wurde auf dem NATO-Gipfel 2012 in Chicago nicht beschlossen, sondern eine Modernisierung der Atomwaffen, die nach Auffassung vieler Experten einen Atomkrieg führbarer machen sollen. Ich ergänze absichtlich, führbarer machen sollen. Bei einer Resolution der UN, die lediglich die ethische Verpflichtung zur Abschaffung von Atomwaffen beschreibt, stimmte Deutschland mit Nein. Ebenso stemmte sich Deutschland gegen die von Österreich eingebrachte Resolution, die eine Ächtung von Atomwaffen fordert. Die Regierung verstieß damit also auch gegen die Forderung des parteiübergreifenden Bundestagsbeschlusses 2010, sich aktiv an zivilgesellschaftlichen Ansätzen zur vollständigen nuklearen Abrüstung zu beteiligen. Als sich in den 1990er Jahren der Ostblock
schien die gegenseitige Bedrohung genauso überwunden zu sein wie das Wettrüsten und der Kampf um Einflussgebiete. Die Gegenwart belehrt uns eines Schlechteren. Karl-Heinz Kamp, der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, spricht von einem dritten Nuklearzeitalter, das mit den neuen Spannungen zwischen Ost und West begonnen habe. Das Versprechen von Barack Obama, die Welt sicherer zu machen, die Zahl der Atomwaffen zu reduzieren, bleibt unerwünscht. Von 16.000 Atomwaffen weltweit stehen in den USA und Russland immer noch ca. 4.300 in höchster Alarmbereitschaft und können binnen Minuten die Welt in einen Armageddon verwandeln. In Zeiten der Spannung stehen die Menschen unter Druck, das wissen wir, und machen Fehler, das wissen wir auch. Und die Konsequenzen wären katastrophal. Wir stehen in der Geschichte an einer Kreuzung. Die Logik der Abschreckung führt zum Wettrüsten. Die Logik des Friedens zum Verbot von Atomwaffen und einer Kriminalisierung des Besitzes aller Massenvernichtungswaffen. In welcher dieser beiden Welten wollen wir leben? Ban Ki-moon, der UN-Generalsekretär, hat 2009 gesagt, die Welt ist überbewaffnet und Frieden ist unterfinanziert. Auch daran müssen wir arbeiten. Ich wünsche der Diskussion einen guten Verlauf und hoffe, dass alle hier anwesenden Multiplikatoren im Kampf im Einsatz für Frieden und Abrüstung sind. Portal 21 aus dem Jahr 2015, wo sich sehr eindrucksvoll mit der Thematik des heutigen Abends beschäftigt wird. Und das soll jetzt als Einstimmung gezeigt werden. Bitte unter Case. Mussten keine Angst mehr haben, dass ihr Land zum nuklearen Schlachtfeld der Supermächte werden könnte. Bis heute scheint der Schrecken des Atomkriegs ganz weit weg. Doch ausgerechnet im glücklich und friedlich vereinigten Deutschland soll jetzt wieder atomar aufgerüstet werden. Herbert Klar und Ulrich Stoll blicken hinter die Gefechtslinien des neuen, alten, kalten Krieges. Unter einem Warnberg im Ahrtal ist er versteckt, der frühere atomsichere Bunker der Bundesregierung. Vor 26 Jahren ging Willy Wimmer schon einmal durch diese Schleuse. Er vertrat den deutschen Verteidigungsminister bei einem NATO-Manöver unter Kriegsbedingungen. Im Frühjahr 1989 fand hier die letzte große Windex-Simex-Übung des Kalten Krieges statt. Und diese Übung wurde nach 8 Tagen wurde sie nuklear. Und bei dieser nuklearen Komponente verlangte man von mir Atomwaffeneinsätze gegen deutsche Städte, gegen Dresden und Potsdam. Geübt wurde der Atomkrieg in Deutschland mit Beteiligung der Bundeswehr. Ziel der Atomschläge auch Städte in der damaligen DDR. Wimmer, damals parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, war über das Kriegsszenario entsetzt. Das ist ein absurdes Anliegen, das man da geäußert hat, einem Deutschen zuzumuten, vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte, Dresden und Potsdam zu bombardieren mit Nuklearwaffen. Das ist außerhalb vieles Vorstellungsvermögens. Wimmer brach für die Bundesregierung das Manöver ab, mit Zustimmung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Bis heute üben deutsche Tornado-Piloten regelmäßig mit Attrappen amerikanischer
Sie sollen im Kriegsfall diese Bomben ins Ziel bringen. Nukleare Teilhabe heißt das im NATO-Deutsch. Und das trotz eines Atomwaffenverbots für deutsche Soldaten. Der Atomwaffensperrvertrag und diese Dienstanweisungen regeln eindeutig, deutschen Soldaten ist es verboten, atomare Waffen einzusetzen. Das wird durch die nukleare Teilhabe unterlaufen. Der Begriff der nuklearen Teilhabe bedeutet für die NATO-Atomwaffenstaaten, die ja alle den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben haben, dass sie mitwirken an der Ausgestaltung der Atomwaffenpolitik der USA, indem sie militärische Kapazitäten bereitstellen, die eben die nukleare Abschreckung der NATO unterstützen sollen. If a war happened, im Falle eines Krieges würden die in Deutschland stationierten Waffen auf Anweisung des US-Präsidenten benutzt. US-Kräfte übergeben den deutschen Piloten dann die Atomwaffen. Und diese deutschen Piloten würden dann Ziele mit Atomwaffen angreifen. Das ist ein sehr ungewöhnliches Szenario für einen Staat, der sich verpflichtet hat, nicht über Atomwaffen zu verfügen, weder direkt noch indirekt. Or indirect. This is a B-61 bomb. Ein Werbefilm über die B-61, die taktische US-Atombombe, die auch in Deutschland stationiert ist. Sie hat die vierfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Bundeswehrstandort Büchen. Hier lagern seit Jahrzehnten rund 20 amerikanische Atombomben. Um die Friedensbewegung ist es stiller geworden. Pfarrer Rainer Schmidt hält eine Mahnwache in Büchen ab, unterstützt von engagierten Bürgern wie Elke Koller. Elke Koller erfuhr vor 15 Jahren, dass vor ihrer Haustür Atomwaffen stationiert sind. Seither kämpft sie für den Abzug der Nuklearbomben. Ich habe mich belogen gefühlt, verlassen von den Politikern. Also das war für mich unbegreiflich, dass man nach Ende des Kalten Krieges hier noch Atombomben hatte. 2009 versprach die schwarz-gelbe Bundesregierung den Abzug der Atombomben aus Büchel, schrieb es sogar in den Koalitionsvertrag. Es war eine Kernforderung der FDP im Wahlkampf. Wir wollen in der Bundesregierung dafür sorgen, dass Deutschland in den nächsten 4 Jahren atomwaffenfrei wird. Der Bundestag forderte 2010 mit parteiübergreifender Mehrheit das Kabinett Merkel-Westerwelle auf, sich im Bündnis sowie gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. Doch Kanzlerin Merkel hintertrieb offenbar den Beschluss von Koalition und Bundestag. November 2009, US-Botschaft Berlin. Dort trifft Merkels Sicherheitsberater den US-Botschafter. Der Deutsche beruhigt den Amerikaner, Merkel wolle gar keinen Abzug der Atomwaffen. Der Botschafter berichtet umgehend der US-Regierung in einem vertraulichen Telegramm: Die Vereinbarung über den Abzug der Atomwaffen sei dem Kanzleramt von Außenminister Westerwelle aufgezwungen worden. Es mache aber keinen Sinn, einseitig die 20 taktischen Atomwaffen abzuziehen. Die Atomwaffen blieben in Büchel bis heute. Wir fragen nach, warum Merkel den Koalitions- und Bundestagsbeschluss nie umsetzte. Mit der Haltung im Koalitionsvertrag 2009 war immer schon so, dass wir aufpassen müssen, was an Folgewirkungen ist. Denn wir müssen gucken, wenn an anderer Stelle dann Atomwaffen stationiert werden und in Deutschland keine mehr sind, muss man sich fragen, ist dann eigentlich der Balance und der Sicherheit mehr gegeben? Ein klarer Bruch des Koalitionsvertrages von 2009. Das wäre nicht zum ersten Mal, dass die amtierende Bundeskanzlerin sich willfährisch erweist gegenüber amerikanischen Überlegungen und das dann auch in so spektakulärer Weise zum Ausdruck bringt. Testabwurf der neuen Atombombe B-61-12 vor wenigen Wochen in Nevada, USA. Die Waffe hat ganz neue Qualitäten. Für Experten steht fest, das ist eine verdeckte atomare Aufrüstung. Diese Waffe lässt sich ins Ziel steuern und ist viel präziser als die Atombomben, die bisher in Deutschland stationiert sind. Es ist eine neue Waffe, denn die USA haben bisher keine lenkbaren Atombomben. Büchen. Hier sollen die neuen Bomben stationiert werden.
Elke Koller klagte schon erfolglos vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die alten Atombomben in Büchel. Jetzt fürchtet sie, dass die neuen noch gefährlicher sind. Man konnte eigentlich davon ausgehen, dass man die alten B-61-Bomben nie einsetzen würde, sondern dass sie nur da abschrecken sollten. Aber die neuen Waffen, wie sie jetzt geplant sind, die werden ja so konstruiert, dass man sie tatsächlich auch einsetzen könnte. Und das macht für mich die Gefahr eines Atomkriegs sehr viel größer. Nukleare Aufrüstung in Deutschland? Wir fragen nach. Unterstützt die Bundesregierung die Nachrüstung, die atomare Nachrüstung hier in der Bundesrepublik? Wir werden den Vereinigten Staaten darüber sprechen. Vielleicht hat das Verteidigungsministerium das schon begonnen, das weiß ich nicht. Ich werde mich nochmal erkundigen und dann werden wir zu gegebener Zeitpunkt, zu gegebenen Zeitpunkt die Information geben. Die Kanzlerin will etwas mit den USA besprechen, was offenbar längst beschlossene Sache ist. Die Stationierung neuer Atombomben in Deutschland. Denn im aktuellen US-Verteidigungshaushalt steht, die modernen Bomben vom Typ B-61 sollen nach dem dritten Quartal 2015 in die deutschen Tornado-Jagdbomber in Büchel integriert werden. Fachbezeichnung PA-200. Im Klartext, neue, noch gefährlichere amerikanische Atombomben sollen nach Büchel kommen und würden im Kriegsfall von deutschen Tornados ins Ziel gelenkt. Im Frontal 21-Interview äußert sich jetzt zum ersten Mal eine Sprecherin der russischen Regierung zur Modernisierung von US-Atomwaffen in Deutschland. Sie sieht darin eine Eskalation im West-Ost-Verhältnis. Uns beunruhigt, dass Staaten, die eigentlich keine Atomwaffen besitzen, den Einsatz dieser Waffen üben. Und zwar im Rahmen der NATO-Praxis der sogenannten nuklearen Teilhabe. Das ist eine Verletzung der Artikel 1 und 2 des Vertrages über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Auch der konservative Verteidigungspolitiker Willy Wimmer fürchtet, dass die Stationierung der neuen Atombomben die Spannungen zwischen NATO und Russland verschärft. Die Fragen sind ja, wofür werden diese Nuklearwaffen eigentlich benutzt? Oder wofür sollen sie dienen? Zum Schutz amerikanischer Einheiten oder im Zusammenhang mit Angriffsoptionen gegenüber der Russischen Föderation. Das ist eine bewusste Provokation unserer russischen Nachbarn. Nukleare Aufrüstung statt Entspannung. Darstellung des Beschlusses Bundestags durch Andreas Matthies. Bitte schön. Ja, wir haben sowohl in der Einleitung von Gudula als auch im Film eben schon von diesem Beschluss gehört. Ich will noch ein paar Worte zur Ergänzung sagen, damit wir wissen, woran wir ja auch die Abgeordneten des Bundestags messen wollen. Denn das ist genau der Beschluss. Im März 2010, also vor gut 6 Jahren, hat der Bundestag mit sehr, sehr großer Mehrheit diesen Beschluss gefasst. Am besten wird die Zielrichtung deutlich, wenn ich 2 Kernsätze zitiere. Der eine Kernsatz lautet, eine Welt frei von Atomwaffen ist keine Utopie, sondern eine konkrete Verpflichtung der Unterzeichner des Nichtverbreitungsvertrages. Und der zweite Kernsatz lautet, Deutschland muss deutliche Zeichen für eine Welt frei von Atomwaffen setzen. Zweiter Kernsatz ist übrigens, das konnte man auch im Film sehen, genau die Überschrift und gibt die Stoßrichtung des gesamten Vertrages wieder. Der Bundestag ist damals zwar, das muss man schon sagen, einer Initiative von Präsident Obama gefolgt. Der hatte nämlich frisch gewählt in Prag eine Rede gehalten, in der er auch das Ziel, die Welt muss frei sein von Atomwaffen, geäußert hat. Aber man täte dem Bundestag doch Unrecht, wenn man sagt, er hat sich einfach so an die Politik von Obama drangehängt. Vielmehr sieht man schon an der Überschrift, dass geplant war, dass Deutschland eine ganz eigenständige Rolle in diesem Kampf
spielen sollte. Das sieht man auch daran, dass der Beschluss sehr detailliert in 19 Punkten einzelne Schritte und Maßnahmen beschreibt, die verfolgt werden sollen, um das Ziel zu erreichen. Ich greife mir jetzt nur 4 heraus. Den einen haben wir schon gesehen. Er ist klar und deutlich und lautet: Ich wiederhole das nochmal. Bei der Ausarbeitung eines neuen strategischen Konzepts der NATO soll sich die Bundesregierung im Bündnis sowie gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen in Deutschland einsetzen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, die Bundesregierung soll sich im Rahmen der Debatte über ein neues strategisches Konzept der NATO dafür einsetzen, die Rolle der Nuklearwaffen in der NATO-Strategie zurückzuführen. Das ist also ganz allgemein gemeint gewesen. Da geht es ja schon um Abschreckung insgesamt. An 2 weiteren Punkten erkennt man, dass der Bundestag, wenn ich das richtig interpretiere, nicht so blauäugig war, zu glauben, wir äußern ein Ziel und dann wird es umgesetzt. Das wird besonders schön deutlich an einem Punkt, nämlich an dem Punkt der Raketenabwehrsysteme. Schon damals war diese Frage umstritten, auch das ist ja im Film kurz angesprochen worden. Die USA haben die Errichtung eines Raketenabwehrsystems gegen noch nicht vorhandene iranische Raketen betrieben, das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Russland hat sehr frühzeitig von vornherein gesagt, wir können das mit euch zusammen machen, aber wenn ihr es alleine macht, einseitig, dann fassen wir das als Schritt, der gegen uns gerichtet ist, auf. Das war also völlig klar. Was sagt der Bundestag dazu? In Punkt 16. Die Bundesregierung wird beauftragt, in der Frage der Raketenabwehr gemeinsame und kooperative Lösungen zu suchen, die nicht zu neuen Spannungen und Rüstungswettläufen führen. Wir wissen alle genau, dass dieser Zug schon abgefahren ist. Diese Raketenabwehr ist ja bereits eine Station in Rumänien stationiert worden, fertiggestellt worden und in Polen geht es weiter. Also dieser Zug ist schon abgefahren. Was vielleicht für die Diskussion nachher auch wichtig ist, ist, dass der Bundestag nicht nur sich an die Bundesregierung wendet, sondern dass gesagt wurde, man soll die zivilgesellschaftlichen Ansätze fördern, die dazu führen, dass selber eine Bewegung entsteht gegen Atomwaffen. Natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Auch das will ich kurz wörtlich zitieren. Es soll weiterhin proaktiv, schönes Wort, an der Diskussion über die verschiedenen, auch zivilgesellschaftlichen Ansätze für eine vollständige nukleare Abrüstung verfolgt werden. Genannt wird die Global Zero-Initiative oder der Vorschlag für eine Konvention zur Ächtung der Atomwaffen. Es war also damals schon klar, dass man nicht nur auf der Ebene der internationalen Verhandlungen aktiv werden wollte, sondern auch in die Gesellschaft hineinwirken wollte und Entwicklungen, die es dort schon gab, weiter verstärken wollte. Der Beschlussantrag ist eingebracht worden, übrigens von Volker Kauder und der CDU-Fraktion, Frank-Walter Steinmeier und der SPD-Fraktion, Birgit Thornburger und der FDP-Fraktion und Renate Künast und Jürgen Trittin von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Inzwischen ist dieser Beschluss 6 Jahre alt, aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir wohl sagen, er klingt heute in Teilen irgendwie wie ein Märchen aus längst vergangenen Zeiten. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt den Bericht aus dem Magazin Frontal 21 gesehen. Dann haben wir noch einmal diese Darstellung des Beschlusses durch Andreas Martins gehört. Wir haben jetzt eine runde Stunde für die Diskussion, wollen dann natürlich nochmal auch Publikum reichhaltig Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wir müssen, Frau Staudt hat es gesagt, atompolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion aus Lüneburg hat gesagt, um 21 Uhr müssen Sie das Podium praktisch aus Zeitgründen verlassen. Also das, denke ich mal, ist der Zeitrahmen. Und deshalb sofort mitten hinein
Nach dieser Einleitung frage ich mich, und das ist eine Frage, die muss an Frau Dr. Reimann gehen und an Frau Löger gehen. Aktive Bundestagsabgeordnete, damals beide bei diesem Beschluss dabei gewesen. Da muss ich Sie beide natürlich mal nach der Rezeption eines solchen Bundestagsbeschlusses fragen. Wie wird sowas, ich hätte fast gesagt, evaluiert, kommt so etwas wieder auf die Tagesordnung. Wie ist denn, wenn man jetzt von diesen konkreten Modernisierungs, ja nicht nur Plänen, sondern Umsetzungen hört und sieht, was macht da der Deutsche Bundestag und was machen Ihre Fraktionen? Wollen Sie mal anfangen, Frau Dr. Reimann? Ja, sehr gerne. 2010, das war überfraktionell, ja, eine große Geschichte. Wir waren noch in der Opposition. Frank-Walter Steinmeier war Fraktionsvorsitzender und eben nicht Außenminister. Und wir haben uns davon schon auch eine Menge versprochen. Es ist nicht so, dass es jetzt einfach, wie sagt man dann so schön, der Diskontinuität anheimfällt, sondern es wird schon wieder aufgenommen. Ich bin aber auch hier, ich will das mal klar sagen, ich bin ja nicht die Fachfrau, sondern Inge ist ja als eine, die in der Unterausschuss sitzt, dann noch viel intensiver in den Details. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch dazu sagen, das spricht für Frau Dr. Reimann. Und es ist ja, eben konnten Sie ja, Dr. Kees korrigiert ja seine Papiere noch, während Sie hier oben schon angezeigt werden, konnten Sie ja sehen. Und da war dann auch die Regieanweisung, und dass der Stuhl leer bleiben wird. Er bleibt leider leer. Und ich habe gehört, der Kollege, der heute nicht teilnimmt, ist sogar Mitglied im Abrüstungsfachbeirat. Man kann niemanden verpflichten, teilzunehmen, aber es ist trotzdem traurig beim solchen Thema, zumal bei der breiten Aufstellung dieses Beschlusses. Das wollte ich noch mal dazwischen sagen. Aber jetzt müssen Sie richtig was zu sagen. Genau, und ich bin auch hier wegen Wertschätzung des Friedenszentrums, weil ich es richtig finde, weil dieses Thema natürlich, und der EPBNW hat ja auch diese Initiative noch mal gestartet, 20 Wochen für die 20 Waffen, die da liegen, um das Ganze einer Bedeutung und wieder wirklich auch mehr Druck zu geben aus der Zivilgesellschaft. Wir haben noch mal einen Beschluss gefasst. Nicht mehr überfraktionell, sondern innerhalb der Koalitionszahl 15. Und zwar war der Anlass die 9. Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags. Da sind auch noch einige Punkte drin. Diese 19, die du vorgetragen hast, sind nicht mehr ganz komplett drin. Einige Sachen waren überholt, die Sache mit dem Schutzschild zum Beispiel. Ja, das ist letztendlich ja nicht gelungen, wissen wir alle. Es sind aber viele andere Sachen schon drin. Und ich muss mal klar sagen, als Parlamentarierin bin ich schon verärgert, wenn die Regierung eine völlig andere Haltung, ja, in internationalen Gremien an den Tisch bringt oder zur Verhandlung bringt, als wir gesagt haben oder als wir letztendlich beauftragt haben. Und Ihre eigene Regierung. Das ist die eigene Regierung, die eigene Kanzlerin, wenn Sie das so sagen wollen. Ja. Das ist aber, ne, und das ist nicht unbedingt immer, das ist die Kanzlerin dieser großen Koalition. Wir haben ja auch gesehen, dass sie da an verschiedenen Punkten eine andere Haltung hat. Der Juckepunkt, und das hier auch klar so sagen, ist ja die NATO-Mitgliedschaft. Die NATO-Mitgliedschaft und bei dem, was seit 2010 passiert ist, hier sitzen alle im Publikum, die das Weltgeschehen intensiv mitverfolgen. Und wir wissen alle, was in der Ostukraine passiert ist. Und wir haben als SPD ja klar die Haltung für eine klare Abrüstungspolitik, nicht nur im atomaren Bereich, sondern auch im konventionellen Bereich, aber auch im atomaren Bereich. Aber unsere Haltung ist natürlich etwas, die nicht leichter wird zu vertreten, wenn gesehen wird, in der Ukraine hat man auf die Atomwaffen außerhalb der UdSSR verzichtet, ja, dann ist aber natürlich, sind die Abkommen, die damit einhergehen, letztendlich nicht eingehalten worden. Viele Staaten setzen doch wieder stärker auf Abschreckung als auf Abrüstung, und auch die NATO, und wir haben ja die letzte aktuelle Diskussion zu dem Thema war, die Kanzlerin hat eine Regierungserklärung gemacht zum NATO-Gipfel in Warschau, der war vor der Sommerpause, ja, das war der letzte Punkt. Und da ist auch in der Regierung erkennbar geworden, dass es da unterschiedliche Haltungen gibt. Und Sigmar Gabriel hat auf die Kanzlerin geantwortet für die SPD und hat da auch nochmal klar gemacht, dass wir schon klarer diesen Punkt Abrüstung haben wollen und nicht das Thema Abschreckung. Und die Kanzlerin redet immer über diese Balance, das hat sie ja auch in dieser Bundespressekonferenz gemacht, und das ist auch das, was in der NATO jetzt im Moment immer wieder diskutiert wird, ja, wie viel Balance ist da, das sind zwei Seiten einer Medaille, erklärt uns dann die Bundesregierung, wenn wir da was anfragen als Kollegen Abgeordnete, da habe ich auch Briefe dazu, und dann ist ja eben auch die Frage, und wir würden ganz gerne das Gewicht klar auf den Bereich
Abrüstung und weg mit diesen Waffen verschieben und weniger diese Abschreckung. Man muss aber sagen, dass es innerhalb der NATO keine einfache Haltung ist und es mehr Leute werden, und es ist schon so, dass die Situation 2010 da besser war als heute, angesichts der Situation rund um uns herum, dass eben immer mehr Staaten eben auch diese vermehrte Verteidigung verlangen. Letzter Punkt, Steinmeier hat klar gesagt, er will diese selbe Rasse nicht, und sie alle haben mitverfolgen können, wie schwer er dafür angegriffen worden ist. Ich fand das eine ganz harmlose Äußerung, fand ich absolut richtig, ja, zu sagen, das ist nicht nötig, ja, lass uns reden, wir wollen mehr sprechen und weniger üben. Und das ist aber ja in der Öffentlichkeit ganz anders aufgenommen worden und auch vom Koalitionspartner. Danke für die Antwort zur aktuellen Rezeption eines doch bemerkenswerten Bundestagsbeschlusses. Frau Höger, da vermute ich mal, das sieht aus Ihrer Sicht ein bisschen anders aus. Also ich war schon dabei, aber und mit den Linken wird ja nicht verhandelt, wenn es über fraktionsübergreifende Beschlüsse und Anträge geht. Sie sind unsere einzige Hoffnung, Sie sind die einzige Opposition. Genau, wir sind die einzige Opposition. Und wir hatten deshalb 2010 einen eigenen Antrag eingebracht, der klarer war und deutlicher und den Abzug der Atomwaffen gefordert hat. Und wir hatten schon ein bisschen Probleme, dass in den Fraktionsübergreifenden das Ganze eingebettet war in die NATO-Strategie. Also es wird ja appelliert, innerhalb der NATO sich dafür einzusetzen. Und deshalb haben wir damals schon befürchtet, dass sozusagen innerhalb der NATO dann heißt, die Mehrheits-NATO wird das nicht mitbeschließen. Und deshalb wird es nicht kommen. Und diese Befürchtungen haben sich ja nun leider bewahrheitet. Obwohl ich natürlich genauso wie alle anderen hier auf dem Podium mich immer wieder auf diesen Beschluss berufen würde und sagen, jetzt mach doch mal. Aber wenn wir jetzt an den Film zurückdenken oder auch so, wie ich es wahrgenommen habe, damals die schwarz-gelbe Koalition, es war durchaus die FDP, die ganz klar den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland wollte, und dass es im Koalitionsvertrag festgeschrieben war, lag an der FDP und an der Westerwelle. Und der Westerwelle hat ja auch insgesamt eher eine Politik, Außenpolitik der Zurückhaltung seinerzeit betrieben, die wir heute in der Großen Koalition so leider nicht mehr feststellen wollen. Heute heißt es ja, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen weltweit. Aber kommen wir auf diesen Antrag zurück. Herr Westerwelle hat sich im Grunde auch schon 2010 beim NATO-Gipfel der NATO-Strategie untergeordnet. Und seitdem war auch von ihm nicht mehr die Rede davon, dass die Atomwaffen abgezogen werden sollen. 2010 hat die NATO gesagt, Abschreckung auf der Grundlage einer geeigneten Mischung aus nuklearen und konventionellen Fähigkeiten bleibt ein Kernelement der Gesamtstrategie. Und 2012 bei dem NATO-Gipfel in Chicago ist ja dann die Modernisierung oder Aufrüstung mit neuen lenkbaren strategischen Atomwaffen beschlossen worden. Und dem hat 2012 die Bundesregierung in der damaligen Koalition zugestimmt. Und im Grunde war damit endgültig der Abzug der Atomwaffen vom Tisch. Die Bundesregierung hat, indem sie der Modernisierung oder Aufrüstung zugestimmt hat, den Beschluss spätestens einkassiert, wenn es nicht schon so war. Wir haben es gehört, dass Frau Merkel vorher schon in den USA versprochen hatte, dass es nicht kommen wird. Wir haben seitdem, die SPD, als sie noch in der Opposition war, Corona Reimann hat es gesagt, immer wieder Anträge gestellt, auch gegen die Modernisierung. Also da gab es damals auch wieder einen Antrag von der SPD-Fraktion und von uns als Linken. Das ist allerdings dann von den Mehrheitsfraktionen, Regierungsfraktionen abgelehnt worden. Und im Moment hat es von uns zu dem diesjährigen NATO-Gipfel einen Antrag gegeben, der sich dann ganz klar für einen Austritt aus der NATO als ersten Schritt aus den militärischen Strukturen gefordert hat im Bundestag, womit wir allerdings allein geblieben sind, weil wir denken, dass es nur dann möglich sein wird, wirklich die Atombomben aus Deutschland wegzubekommen. Innerhalb der NATO-Strategie wird sich Deutschland immer wieder unterordnen, beziehungsweise versucht Deutschland ja gerade, das ist in Warschau auch sehr deutlich geworden, dass diese Bundesregierung ganz klar versucht, nicht nur in der EU, sondern auch in der NATO tonangebend zu sein und die NATO-Strategie konsequent mitzuvertreten. Und im Moment höre ich gerade von Seiten der Regierung eigentlich immer nur, dass aufgrund des Ukraine-Konfliktes Aufrüstung angesagt ist, dass aufgrund des Ukraine-Konfliktes man nicht auf Atombomben verzichten könne. Und gerade deshalb wird diese Aufrüstung mit den neuen Atomraketen betrieben, in Kombination mit dem Raketenabwehrschild, was ja die Zweitschlagsmöglichkeit
Russlands unterwandern würde und damit den Abschreckungseffekt, der bisher im gewissen Gleichgewicht der Kräfte vielleicht mal bestanden hat, also ich halte nichts von dieser Strategie, aber das würde auch das noch unterlaufen. Das zwingt im Grunde im Moment Russland und China auch aufzurüsten. Und wir haben im Moment nach diesem Gipfel in Warschau. Schöpfen Sie noch ein bisschen Luft und nehmen Sie noch ein bisschen was auf. Ja. Das ist ja auch okay. Immer so ein bisschen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, ja. Wollte ich noch sagen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Machen Sie da einen Punkt, ein Spiel mit dem Feuer. Und dann wollen wir jetzt die dritte Partei, die wir auf dem Podium haben, auch noch bei der Gelegenheit vorstellen. Zunächst einmal atompolitische Sprecherin. Das zeigt uns natürlich ein. Es gibt auch noch ganz andere, auch noch andere Gefahren, die mit dem Thema zu tun haben. Aber jetzt reden wir von Rüstung, jetzt reden wir von Abschreckung, zwar vom Bundestag, aber Sie sprechen hier für die Grünen. Ein Teil der Friedensbewegung sind Sie nun glasklar. Gewesen höre ich hier im Publikum. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Publikum hier im Raum auch sehr, sagen wir mal, gewichtet oder pointiert ist. Beziehen wir Sie mal ein in die Friedensbewegung. Ich glaube, dem kommt man damit auch nah. Wie ist da Ihre Position? Wie beurteilen Sie das, was bisher gesagt worden ist? Und wie schätzen Sie natürlich auch Ihre Bundestagsfraktion in diesem Zusammenhang ein? Ja, vielen Dank. Auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr erschreckend, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass Sie den Eindruck haben, dass eben immer mehr Bundestagsabgeordnete wieder dieser Abschreckungslogik verfallen. Oder zumindest eben durch die Ukraine-Konflikte etc. eben immer wieder argumentiert wird, es würde ja tatsächlich etwas für unsere Sicherheit bringen. Und ich glaube, das muss man eben ganz grundsätzlich in Frage stellen. Also Atomwaffen sind ja nicht nur in Büchel stationiert oder gelagert, sondern auch in Schirnik, in der Türkei, in Milano, in Italien. Und ich muss schon sagen, also dieses Bewusstsein trägt nicht unbedingt zu einem verstärkten Sicherheitsgefühl bei mir und, glaube ich, auch bei vielen anderen bei. Also ne, warum ist das so eine große Debatte, dass Bundestagsabgeordnete dort eigentlich den NATO-Stützpunkt besuchen wollen und nicht dürfen? Ich glaube, dass eben diese Abschreckung nicht ein Spiel mit dem Feuer, sondern ja ein Spiel mit dem Inferno ist und dass eben das Parlament noch sehr viel stärker darauf beharren müsste, dass das, was es beschlossen hat, auch umgesetzt wird. Also man sagt ja, das Parlament soll die Regierung kontrollieren, der einzelne Abgeordnete hat da höchstens die Möglichkeit über Anfragen, da muss er nicht mal seine Fraktion fragen, sozusagen die Bundesregierung oder die Landesregierung eben sozusagen um Stellungnahme zu bitten oder sie zu zwingen, sich zu positionieren. Und ich glaube, da muss man dann eben auch weiterhin fraktionsübergreifend eine Allianz schließen, um weiter diesen Druck aufrechtzuerhalten, denn dass die Mehrheit der Bevölkerung einen Abzug der Atomwaffen aus Deutschland möchte, das sagen ja viele Umfragen. Also unsere Fraktion, die damals den Beschluss auch mitgetragen hat, hat jetzt auch in dieser Wahlperiode Anträge zu dem Thema eingebracht, also einer mit dem Namen oder mit dem Titel Neue Dynamik für nukleare Abrüstung, wo eben diese Punkte auch nochmal aus dem damaligen Beschluss aufgeführt worden sind und wo auch gesagt wurde, wir fordern auf, die humanitäre Initiative zu unterstützen. Da haben also 155 Staaten gesagt, ja, wir bekennen uns dazu, Atomwaffen dürfen unter gar keinen Umständen eingesetzt werden. Und das haben eben auch andere NATO-Staaten unterschrieben. Also man kann nicht einfach sagen, ja, nur weil wir in der NATO sind, müssen wir jetzt uns still verhalten und dieser NATO-Doktrin unterordnen. Also ich glaube, dass man da schon durchaus Spielräume hat, die Bundesrepublik auch nutzen sollte. Gut, vielen Dank. Bevor wir auf diese bilaterale Irritation mal kommen bezüglich der Abschreckung, ich halte das ja für einen wichtigen Punkt, den wir auch noch, glaube ich, gesondert diskutieren sollten, würde ich einfach gerne Herrn Schöbel nochmal die Gelegenheit geben. Normalerweise Herr Schöbel ja Heimspiel, aber abtrünnig geworden, nach Berlin, aber natürlich in die Hauptstadt umgezogen, aber natürlich ein verdienter und lang jahrzehntejähriger Streiter eben für das Friedenszentrum.
Wenn Sie so ein wenig das bewerten, was jetzt bislang gesagt worden ist, dann hat man ja schon das Gefühl, dass die Zeit hinweggegangen ist über einen doch ganz wesentlichen Bundestagsbeschluss. Also die Zeit ist nicht ganz darüber hinweggegangen, denn ich weiß nicht, wie weit das überhaupt bekannt geworden ist. Wir haben ja diese österreichische Initiative, die zurückzuführen wurde, das wurde schon angedeutet, auf die erfolglose Sitzung oder Tagung der Nichtverbreitungskonferenz vor, das war noch etwas später, nicht 2010, 2015 meine ich, 14. Ja, die ist immer in den 5er und 10er Jahren, stimmt. Und daraufhin hat dann Österreich ja eine eigene Konferenz noch einberufen und bei dieser Konferenz die sogenannte Selbstverpflichtung verkündet. Austrian Pledge hieß es zunächst, später wurde daraus dann die Humanitarian Pledge. Und das ist eine ganz neue Entwicklung, die geht zurück darauf, dass man ja es bei anderen Waffen auch geschafft hat, sie zu ächten und durch vertragliche Bindungen, also wirklich festzuklopfen. Ja, also zum Beispiel bei den biologischen oder chemischen Waffen ist das ja gelungen. Auch bei den Landminen, bei den Antipersonenminen jedenfalls. Und das bedeutet also, es ist auch schon angedeutet worden, das wurde sogar ja in dem einen Beschluss der Mehrheitsfraktionen formuliert, man will die Zivilgesellschaft mit einbinden. Und die von mir eben erwähnte Antipersonenminen-Konvention, die ist im Wesentlichen auf die Zivilgesellschaft zurückzuführen. Es hat allerdings einzelne Staaten gegeben, wie zum Beispiel Kanada, die dann das zu ihrer eigenen Sache gemacht haben. Und das ist natürlich unabdingbar. Und da sehe ich eine neue Entwicklung. Allerdings wird die in Deutschland noch nicht richtig erkannt und auch noch nicht von der Regierung wahrgenommen und erst recht nicht als Mittel benutzt, um selber sich zu profilieren. Da fehlt der deutschen Regierung, würde ich mal sagen, der Mut, und zwar beiden beteiligten Parteien dort vorzupreschen. Und es fehlt ihnen wahrscheinlich, vermute ich mal, auch die Fantasie, was das bedeuten könnte. Und es fehlt natürlich auch innerhalb des Deutschen Bundestags ein bisschen an der Zusammenarbeit aller Fraktionen. Denn wenn das also nun wirklich mal zustande käme, dass alle Fraktionen sich einigten und die Regierung wieder auf den Weg schickten, dann würde ich da Möglichkeiten einer Weiterentwicklung sehen. Also die verschiedenen Ansätze international sind leider von der deutschen Bundesregierung auch nicht verfolgt worden, beziehungsweise nicht befördert worden. Es gab eine Abstimmung, oder insgesamt gab es vier, eine Abstimmung über die humanitären Konsequenzen von Atomwaffen. Humanitäre Konsequenzen, muss man sich ja vorstellen, da hat sich die deutsche Regierung enthalten in der Vollversammlung. Die zweite Resolution, da ging es lediglich um die ethische Verpflichtung für eine Abschaffung der Atomwaffen. Da hat sich Deutschland sogar mit Nein gestimmt. Und die dritte, wo es nur um eine zunächst mal theoretische Ächtung der Atomwaffen ging, da hat Deutschland ebenfalls mit Nein gestimmt. Eine habe ich jetzt noch vergessen, aber ich wollte damit nur zeigen, es gibt ständig Bewegung auf diesem Sektor in den Vereinten Nationen, auch dieses Jahr wieder, das ist ja immer ab September dann in der Sitzungsperiode möglich. Und es hat eine Arbeitsgruppe gegeben, die Working Group, die hat jetzt schon die ersten Anregungen für einen solchen erhofften Vertrag, wie bei den anderen Beispielen eben genannt, entworfen. Und diese Arbeitsgruppe hat also mehrere Monate gearbeitet und jetzt einen Vorschlag für diesen Herbst vorgelegt. Der ist im Einzelnen noch auszuarbeiten, aber da gibt es eine neue Bewegung, die mir jedenfalls noch ein bisschen Hoffnung macht. Zusatzfrage. Vieles von dem, was Sie jetzt aufgezählt haben, was wir anschauen, was wir diskutieren, ist ja gar nicht bekannt oder ist nicht so bekannt. Nun könnte ich jetzt auch mich ans eigene Revier fassen und sagen, in der eigenen Zeitung berichte ich auch nicht so viel darüber, aber Sie könnten sich das ja auch fragen, warum sind hier so wenig Leute, warum sind so wenig junge Leute da,
Warum haben Sie 200 Leute, 200 Leute am Nagasaki-Tag, aber nicht ein paar tausend? Warum ist es praktisch nicht populär? Und warum weiß man so wenig darüber? Was muss also besser werden, damit ein solcher Skandal, wie die Tatsache, dass man praktisch heimlich über die humanitären Konsequenzen des Einsatzes von solchen Waffen redet und die Deutschen sich da enthalten oder dagegen stimmen, das ist ja ein Skandal, dass darüber so wenig bekannt ist und dass darüber so wenig diskutiert wird. Wo ist die Betroffenheit, Herr Schöbel? Also ich denke immer, dass die Betroffenheit ein bisschen von den Medien entwickelt werden könnte, um mal vorsichtig zu formulieren. Also da gibt es Möglichkeiten, und ich bin natürlich, wir sind als Friedenszentrum dem Noske dankbar, erstmal, dass er die Moderation heute übernommen hat und dass überhaupt die Braunschweiger Zeitung in den letzten paar Tagen allein zweimal über diese Materie berichtet hat. Frontal 21 haben Sie alle gesehen, da ist auch etwas im Gang, genauso wie zum Beispiel über die Problematik des Waffenhandels, der ja hier auch ein wichtiges Element darstellt. Dort hat es ja auch die unterschiedlichsten Ansätze gegeben bei verschiedenen Sendern, die Bemühungen zum Beispiel von Jürgen Dreslin deutlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Also da gibt es auch Ansätze, wenngleich man sich natürlich wünschen würde, ich bin sicher, über die heutige Veranstaltung gibt es auch wieder einen Bericht, aber wir sind natürlich hier in der Provinz. Das darf ich wohl mal sagen. Und es gibt natürlich wenig Möglichkeiten, jetzt Leute zu beauftragen oder Abgeordnete zu beauftragen. Was steht da im Bundestag los? Der Kollege von der CDU, der sitzt selber im Unterausschuss für Abrüstung und hält sich nicht in der Lage, hier heute an diesem Podium teilzunehmen. Das ist natürlich besonders bedauerlich. Es gibt ein paar andere Abgeordnete, die sich wirklich mühen, zum Beispiel die Ute Fink-Krämer, die Tochter eines ehemaligen Mitarbeiters der Informationsstelle der Evangelischen für Kriegsdienstverweigerung, die hat also einen Hintergrund, genauso wie die eine andere Kollegin von der Linken die haben den Hintergrund Bund für soziale Verteidigung, wo es Katrin Vogler, ist das richtig? Hintergrund und die sitzen auch in diesem Ausschuss und die haben natürlich berichtet, dass der Herr Müller noch nie einmal den Mund aufgemacht hat. Das dazu und das sind aber dann doch auch zwei Frauen, die sitzen gleichzeitig noch im Ausschuss für Krisenprävention und das ist ein sehr komplizierter Name. Und dort kommen jetzt im Bundestag und in diesen Ausschüssen doch langsam auch diese Themen mit zur Sprache. Und das ist auch das Verdienst dieser beiden eben genannten Abgeordneten Frauen. Übrigens, wenn man da mal nachforscht, wie viele Frauen da aktiv sind bei der gewaltfreien Bearbeitung von Konflikten weltweit, da muss man also auch wirklich staunen. In Berlin habe ich öfters Gelegenheit, dort an solchen Tagungen teilzunehmen, wo diese Frauen dann auch berichten, wie sie gewaltfrei einen Konflikt herangehen. Okay, dazu direkt. Ute Fink-Krämer kann ich das nur bestätigen. Ja, das ist die Kollegin aus Berlin und die trägt das auch in die Fraktion. Das hat bei uns noch Thomas Hitschmar, sehr betroffen bei Rainer Kelser und dicht am Standort dran, die sich da sehr engagieren. Ich wollte aber, weil ich das Gefühl hatte, missverstanden worden zu sein von dir, vielleicht ist das auch komisch ausgedrückt. Es geht nicht um die Kollegen, die da abrücken, sondern wenn man aber die NATO-Gemeinschaft anguckt und wenn man die nicht in Frage stellt, und das tut die Große Koalition nicht, dann haben wir natürlich innerhalb dieser NATO-Gemeinschaft wirklich einen schweren Stand, was diese Abrüstungsthematik angeht, weil ich das so wahrnehme, dass eher die Oberwasser haben durch die letzten Entwicklungen, die eben dafür werben, dass man mehr übt, mehr Kooperation im militärischen Bereich anstrebt und solche Dinge. Und ich muss sagen, dass Frank-Walter Steinmeier nach dem Warschauer Gipfel bei uns berichtet hat, dass er eigentlich sehr froh ist, dass es nicht so stark in diese Richtung ausgeschlagen ist, wie wir das besorgt vermutet haben, sondern dass es eher noch in so einer Balance geblieben ist, auch wenn wir alle sich wünschen, dass es noch viel, viel stärker in die Bereiche Entspannung geht, als es bisher der Fall ist. Dann lassen wir uns doch jetzt mal drüber sprechen. Also natürlich die NATO-Mitgliedschaft und daraus resultieren die nukleare Teilhabe. Und eine veränderte
ich habe das provozierend gemeint, die Zeit ist darüber hinweggegangen, eine veränderte Situation in Europa, eine Aggression, eine Annexion, und zwar der Krim. So, da scheint mir doch ein Zusammenhang zu bestehen. Und ich möchte mal fragen, die massiven Ängste, die in Teilen, das ist ja vorhin die Rede gewesen von der dritten Nuklearphase, auf massiven Ängste, die in Teilen des ehemaligen Warschauer Pakts eben bestehen, dass nun solche Aggressionen auch über sie kommen können. Und da hat Frau Merkel in diesem Ausschnitt aus der Bundespressekonferenz gesagt, ja, wenn die Atomwaffen nun bei uns abgezogen werden, dann wüsste man ja nicht, wo sie dann praktisch hinkommen. Also dann besser hier. Danach möchte ich jetzt mal fragen, ob das nicht etwas ist, vielleicht Frau Dr. Reimann aus Ihrer Sicht, was durchaus zu bedenken oder zu berücksichtigen ist, wie das bewertet wird. Und natürlich wird man überschwenken müssen dann auch zu der Frage, in welcher Bundestagskonstellation kann man denn eigentlich auf einen solchen Beschluss mal wieder zurückkommen. Aber erstens mal die Frage nach dem neuen Bedrohungsszenario, das haben Sie ja vorhin auch angedeutet. Ich suche das gerade, weil ich eben, wie gesagt, nicht die Fachfrau bin. Ich kann mich entsinnen, dass es ein Abkommen gab zur Ukraine, das da hieß, die Ukraine hatte ja noch Restatomwaffen, die letztendlich aus der UdSSR da stationiert waren. Dann hat sie darauf verzichtet, als die Staaten sich verändert haben. Und da ist zugesichert worden natürlich, dass sie dann auch in Frieden da leben können. Und das wird genutzt, nicht diese Lehre, die wir gerade so ein bisschen belächelt haben, ja, dass es in Büchel irgendwas fehlt sozusagen, das, glaube ich, da fehlt niemand was. Aber diese Ängste, die natürlich auch zum Teil baltische Staaten jetzt danach formuliert haben und die natürlich in der NATO ganz andere Dinge ansprechen, das ist das Thema, was die Kanzlerin da nach vorne stellt. Ja, ich teile das nicht so in dem Ausmaß, aber das ist das, was sie dann eben mit dieser Balance meint. Und dann sind diese Ängste da, dass man sich nicht mehr verteidigen kann. Ich habe die nicht so, aber das ist eben genau das. Wir sprechen jetzt dann eben auch, es gibt ja noch so eine NATO-Russland-Grundakte, die von vielen jetzt auch in Frage gestellt worden ist und die eben, wo Frank-Walter Steinmeier jetzt viel Energie reinsteckt, dass die eben auch tatsächlich immer wieder betont wird und dass diese Gespräche aufrechterhalten werden. Ja? Und ich habe ja schon mal gesagt, dieses Säbelrasseln, so hat er das ja bezeichnet, das sind die Wünsche, die baltischen Staaten haben. Deswegen wurde dieses riesige Manöver abgehalten, ja, was natürlich sofort wieder zu Irritationen und zu den all diesen Konsequenzen führt, die wir immer dann haben, wenn diese Aufrüstungseskalation passiert. Da ist ja die Reaktion hier im Inland auch gleich und in der Koalition entsprechend gewesen. Aber das ist genauso unsere Haltung, dass diese NATO-Russland-Grundakte, dass die Bestand hat und dass auf der Basis gesprochen werden muss und geredet werden muss und dass da Entspannung im Vordergrund stehen muss und nicht Abwehr. Also eine Forderung von Ihnen auch mal formuliert jetzt nach einer neuen Entspannungspolitik. Ja, das sind ja diese Grundkonflikte. Ukraine und alles, was daraus an Konsequenzen erwachsen ist, was zum Verhältnis zu Russland gehört, da finden wir, ja, braucht es eben weiter diese Gespräche und auch, wenn Russland darauf eingeht, natürlich die Sanktionen, die dann jetzt noch alle in Kraft sind, dass die dann auch zurückgenommen werden. Gleichzeitig muss man auch sagen, 2013 war das, glaube ich, da hat Obama schon ein Gesprächsangebot an Russland gemacht und das ist nicht aufgenommen worden. Ja, da war in Deutschland und da ist schon auch ein Gesprächsangebot gemacht worden in einer Art und Weise. Kann man sagen, ist nicht genug gewesen oder so, aber jedenfalls, das hat leider keine Resonanz gehabt. Ja, und deswegen wäre es nicht leichter. Frau Schotte, was sagen Sie dazu? Naja, also ich weiß nicht, ob man diese ganze Thematik zu sehr auf diesen Konflikt zurück oder darauf reduzieren kann. Also ich habe schon den Eindruck, dass immer, wenn es ja jetzt um Auseinandersetzungen mit den USA auch geht, dass dann doch die Kanzlerin sich relativ zurückhält. Also ihr Handy wird abgehört, man merkt eigentlich keine Reaktion. Ne? Man kommt raus, ja, wir hören selber auch alle möglichen ab. Aber dass man doch auch von ihr persönlich, finde ich, fordern muss, da deutlicher aufzutreten. Und es gibt in Deutschland keine Mehrheiten, überhaupt nicht,
in Sicht, dass irgendjemand darauf bestehen würde, aus Sicherheitsaspekten in Deutschland weiterhin diese Waffen zu lagern. Und deswegen muss sie eigentlich das Interesse der deutschen Bevölkerung vertreten, diese Waffen auch abzuziehen. Und ich denke, da hat sie jetzt auch wirklich eine Chance vertan. Das war ja die Frage, auf die, wie sehen Sie das, auf die Gefahr hin, dass dann kein Einfluss mehr darauf besteht oder bestünde, wo sie hinkommen? Also wo... Ja, also ich fühle mich durch diese Waffen nicht verteidigt. Also ja. Deswegen, Atomwaffen müssen unschädlich gemacht werden. Es nützt ja auch nichts, sie irgendwo anders hin zu verlagern. Also das ist ja auch nicht nur die einzige Option, sondern natürlich, wenn irgendwo Atomwaffen wegkommen, dann gehören sie demontiert. Und dann kann man sich überlegen, wie man mit dem Material weiter, wie man das entsorgt. Das ist ja nochmal eine eigene Problematik. Aber ich glaube, darauf zu bestehen, dass sie eben abgezogen werden, das wäre das Mindeste, was man von ihr verlangen muss. Okay, vielleicht noch ein Satz auch dazu. Ja. Können Sie, ich frage jetzt mal etwas provoziert oder ein bisschen zugespitzt, können Sie nicht verstehen, wenn sich die, in den baltischen Staaten die Menschen die Freiheit erkämpft haben, dass sie jetzt Angst haben davor, dass es ihnen so gehen könnte wie der Ukraine? Und welche Optionen klarzumachen, welche militärischen Optionen, und das, die NATO ist ja ein Militärbündnis, welche hat man dann? Also ich verstehe die Verunsicherung der baltischen Staaten, aber eine atomare Antwort, ein atomares Aufrüsten, das wäre ein fatales Signal und wir kommen dann nur weiter in eine Spirale. Und es wird ja immer von Abschreckungslogik geredet, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Anzahl der rationalen Politiker in der Welt zunimmt. Da steht Irrationalität im Vordergrund. Ich möchte mir nicht vorstellen, was in einer angespannten Situation, in was für Stresssituationen Politiker, die man vielleicht noch für zurechnungsfähig gehalten hat, was ja auch nicht auf alle zutrifft, die wir womöglich in Zukunft in der Welt haben werden. Also was in solchen Stresssituationen plötzlich für Entscheidungen getroffen werden. Also der Mensch ist ja mit das Risiko, der Risikofaktor. Okay, vielen Dank, Frau Höger. Ja, in welcher Konstellation stellen Sie sich denn dann eigentlich vor, diese militärische Option, diese Mitgliedschaft und dieses Beenden einer solchen Spirale, die zu dem führen kann, was ja niemals passieren darf? In welcher Konstellation stellen Sie sich sowas denn dann vor? Also erstmal haben Sie vollkommen recht, Hiroshima und Nagasaki mahnen uns wirklich, dass sowas nie wieder passieren darf. Und dass nach 71 Jahren dieses NATO-Bündnis wirklich statt Abrüstung darauf setzt, Atomwaffen neu zu entwickeln, weiterzuentwickeln, den Einsatz möglicher zu machen. Also das finde ich völlig unverantwortlich. Und wir können, glaube ich, nur was dagegen tun, wenn wirklich die Mehrheit der Bevölkerung, die Bundesregierung, den Bundestag auffordert, diese Beschlüsse, die man gefasst hat, auch umzusetzen und sich daran zu halten. Bloß meine Erfahrung ist auch, dass es halt nicht so einfach geht. Also es gab den Versuch, zur letzten Atomwaffensperrvertrag-Überprüfungskonferenz wieder einen gemeinsamen Beschluss hinzubekommen. Und es ist eben schon nicht gelungen, weil die CDU da schon nicht mehr mitgemacht hat. Ne? Und da gab es einen Wischiwaschi-Beschluss von der Regierungskoalition, von SPD und CDU, der eigentlich nur gefordert hat, die EU müsse sich einigen auf eine gemeinsame Strategie. Und wir wissen, dass es innerhalb der EU zwei Atommächte gibt, Großbritannien und Frankreich. Und es ist wirklich so, dass die fünf Atommächte, die im NPP-Überprüfungsvertrag festgelegt haben, dass sie weiterhin Atomwaffen haben dürfen und der Rest der Welt nicht, dass die auch nach wie vor darauf bestehen und deshalb auch immer wieder diese Überprüfungskonferenzen alle fünf Jahre im Grunde scheitern. Und diese humanitäre Initiative, das ist wirklich ja, aus der Zivilgesellschaft heraus, von ICAN, IPPWE und so weiter, eine hervorragende Initiative. Und da setzen jetzt, glaube ich, auch alle die Hoffnung drauf, weil ich sonst eigentlich wirklich nur sehe, dass selbst die Bundesregierung, die NATO, eigentlich die letzte Atomwaffenüberprüfungskonferenz auch zum Scheitern gebracht haben. Es hat kein Abschlussdokument gegeben, weil die blockfreien Staaten sagen, wir lassen das nicht mehr zu, dass in diesem
Vertrag drinsteht, Atomwaffen sollen abgerüstet werden und dann bestehen aber die fünf Atommächte und inzwischen wissen wir ja, gibt es ja noch ein paar mehr, die nicht genannt sind, also weiterhin darauf bestehen, dass sie das Recht haben, Atomwaffen zu besitzen und dass sie darüber entscheiden können, ob sie sie einsetzen wollen oder nicht und sie modernisieren oder nicht. Und im Rahmen der nuklearen Teilhabe ist ja vorhin auch angesprochen worden, stimmt die Bundesregierung ja leider immer wieder zu, obwohl sie nach dem Atomwaffensperrvertrag verpflichtet wäre, völkerrechtsmäßig sich dafür einzusetzen, dass die Atomwaffen abgezogen werden. Jetzt entschuldige ich mich fast für die Frage, aber also müssten Sie ja eigentlich die Regierung übernehmen, aber das wird ein bisschen, aber das wird ein bisschen schwierig, weil Sie in weiten Teilen der SPD und auch bei den Grünen dafür, was Sie gerade gesagt haben, gar keine Mehrheit bekommen. Warum schlagen Sie nicht mehr Kapital aus diesen 90% in der Bevölkerung, die gegen diese Atomwaffen sind? Das ist sicherlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, aber die Bevölkerung muss sich dann auch melden, zu Wort melden, aktiver werden. Aber das gelingt Ihnen offensichtlich nicht und insofern ist da ja auch noch eine Lücke, ein Leck auch bei Ihnen. Natürlich müssen die anderen sich fragen lassen, warum geht der nicht auf das ein, was da offensichtlich ja doch 90%, wir haben es gehört, was die wollen. Herr Schöbel, das führt mich fast zu einer Wiederholung meiner Frage, aber natürlich nochmal konkretisiert, was ist also zu tun? Was, sagen wir mal, welche Initiativen müssen ergriffen werden? Denn es gibt einerseits die großen Gefahren der zivilen Nutzung der Atomenergie, aber es muss ja nur zu einer Eskalation kommen. Wir haben ja im Moment schon das Gefühl, dass es sich schon um eine Art Pulverfass also handelt. Nicht gerade vertrauenserweckend, wenn Herr Erdogan jetzt da freundlich zu Herrn Putin fährt. Und wenn ich sehe, was in der amerikanischen Innenpolitik im Moment los ist, das ist ja zum Grausen. Ja? Also was muss passieren, was muss getan werden? Ja, es gibt zum Beispiel die Initiative der Marshallinseln, die haben die Atomwaffenstaaten insgesamt verklagt. Also die Marshallinseln ist ein eigener Staat aus dem Südpazifik. Und die haben also jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof eine Klage angestrengt gegen die Atommächte. Der Internationale Gerichtshof wird von den USA nicht anerkannt, also wird über das Problem USA und Atomrüstung nicht weiter dort verhandelt, aber schon gegen die anderen Atomwaffenbesitzungsstaaten. Wobei es natürlich auch einige gibt, die zum Beispiel den Nichtverbreitungsvertrag gar nicht beigetreten sind. Gegen die kann man dann auch nicht viel machen. Aber immerhin dieser Schritt der Marshallinseln, die Klage gegen die Atomwaffenstaaten, wo es eben möglich ist, glaube ich, bringt auch eine neue Qualität in die internationale Diskussion. Und das Zweite ist, dass ich glaube, nicht im Bewusstsein ist, dass in diesem Herbst, ich habe es vorhin so ein bisschen angedeutet, bereits ein Entwurf vorliegen wird für das Prozedere, also für das Vorgehen bei der Frage der Abrüstung der Atomwaffen. Und es ist einfach auch die Folge dieser Austrian Pledge, also der österreichischen Selbstverpflichtung, dass inzwischen 130 Staaten diese Selbstverpflichtung für sich übernommen haben. Leider ist Deutschland noch nicht dabei. Es gibt zum Beispiel NATO-Staaten wie etwa die Niederlande, die sagen, oder hat das Parlament beschlossen, ja, wir wollen da beitreten. Warum sollte Deutschland das nicht auch machen? Also ich würde darin sogar einen weiteren Anreiz sehen, dass noch weitere Staaten sich einer solchen Initiative zur Schaffung eines gesetzlichen Rahmens des Verbots von Atomwaffen und der Ächtung von Atomwaffen und so weiter, diesen Rahmen wirklich zu schaffen. Und die Leute, die Völker, die Vertreter bei den Vereinten Nationen sind dorthin auf dem Weg. Deutschland selber hatte 2012 noch sehr stark für die Arbeitsgruppe sich eingesetzt, die das vorbereitet hat. Allerdings haben sie dann jetzt, nachdem ein zweites Mal eine solche Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, haben sie, ich meine, dagegen gestimmt oder sich enthalten. Jedenfalls war das nun auch kein, also 2013 war das dann, die nennt sich Open-Ended Working Group, also eine Arbeitsgruppe, deren Ende offen ist. Und das ist die Arbeitsgruppe, die auch den Vertragstext inzwischen ausarbeitet und ihn dann den Vereinten Nationen der Vollversammlung vorlegen wird in diesem Herbst.
Also da sehe ich gewisse Möglichkeiten, dass sich dort etwas Positives in Richtung auf Ächtung der Atomwaffen und so weiter entwickelt. Aber man muss natürlich sehen, dass man dort auch in Deutschland Initiativen im Bundestag dazu braucht, damit Deutschland solch einem System dann auch beitritt. Also juristische Möglichkeiten, wann immer es geht, zu nutzen, aber natürlich auch politisch, Frau Dreimann, politisch die richtigen Zeichen zu setzen und Antworten zu geben. Wie ist es denn möglich, dass, wie ist es denn, ja kommt, und lassen wir uns erstmal diskutieren, und, ist ja irgendwo der Sinn der Veranstaltung, und ich sagte ja bereits vorhin, dass wir dann auch relativ schnell ins Publikum gehen. Sie kommt nachher ganz bestimmt dran, ist doch klar. Also, nur noch vielleicht, wenn Sie gestatten, die Frage, wie ist es möglich, dass Deutschland damit Nein stimmt? Wie ist es möglich, dass Deutschland sich der Initiative Österreichs nicht anschließt? Ich versuche das mal, was muss man tun? Ich glaube, man muss sich unterhaken. Inge hat es, glaube ich, vorhin gesagt, dass das alles Frauen sind, die da sehr aktiv sind. Und ich muss sagen, dass ich in frauenpolitischen Themen jetzt auch ein paar Mal Erfolge gesehen habe, wo das gelungen ist. Überfraktionell, aber auch mit der Zivilgesellschaft. Frauenquote ist ein Thema, jetzt zuletzt Sexualstrafrecht war so ein Thema, wo das sehr schnell ging. Ja, bei der Frauenquote ging das wieder viel langsamer. Aber ich glaube, das sind so Dinge, wo man im Parlament versuchen muss, über die Fraktionen hinweg. Und da gibt es viele Kollegen, die da gleiche Haltung haben und diese Haltung unterstützen. Das sieht man ja auch in den Beschlüssen, die wir gefasst haben. Und dann eben auch wirklich mit der Zivilgesellschaft gemeinsam, um dann solche Dinge nach vorne zu bringen. Und dann ist es eine Sache, die ist mühsamer, was Frieda vorgeschlagen hat, ja, als wenn man natürlich gleich eine Regierung hat, die konstruktiv das umsetzt, was das Parlament von ihnen verlangt. Aber das ist eben eine Möglichkeit, das dann doch auf den Weg zu bringen. Okay, und ich setze letzter Punkt ein bisschen auf den OSZE-Sitz, den wir haben. Das ist schon auch etwas, wo die Außenpolitik natürlich etwas tun kann. Und es gibt für mich ein gutes Beispiel, wo ich auch gedacht habe, das wird nie mehr was. Ja? Das ist der Iran-Konflikt, den wir hatten, ja, wo Frank-Walter Steinmeier am Ende dann doch über langes und wirklich viel Hängen und Würgen und viel Verhandeln, dann doch letztendlich es gelungen ist, ein Abkommen zu schaffen, das jetzt hoffentlich demnächst dann auch wirklich überprüft werden kann und wo wir auf einem guten Weg sind. Aber noch einmal die Frage, was steckt dahinter? Warum ist das so, dass auch mit der Federführung von Frank-Walter Steinmeier Deutschland eben hier mit Nein stimmt, Deutschland eben der Initiative sich nicht anschließt? Warum ist das so? Ja, ich kann das in der UN jetzt nicht, konnte ich nicht nachvollziehen. Ich habe versucht, unsere Fachpolitiker nochmal zu erreichen. Die sind aber, weil es NRW-Leute sind, im Urlaub und unser Fachreferent war krank. Ich kann es gerne nochmal nachreichen. Das ist ja so, dass da nicht das Parlament hinfährt. Ich durfte mal einmal zu einer HIV-UN-Konferenz als Parlamentarin, aber nur als Beobachterin, weil das natürlich schon ist, dass die Regierung da, wir versuchen das natürlich einzufordern, weil es natürlich eine Missachtung des Parlaments ist, wenn wir einen Beschluss fassen und die Regierung sich anders verhält. Wir sind aber nicht auseinander, das will ich auch nochmal sagen, was die Einschätzung der Kanzlerin angeht. Ich habe auch ein langes Gedächtnis. Ja, und als wir dem Irakkrieg mit Schröder nicht beigetreten, nicht unterstützt haben. Damals ist Frau Merkel, damals noch als Fraktionsvorsitzende, was völlig unüblich ist, in die USA gefahren und hat da Unterstützung zugesagt. Ja. Das ist schon etwas, was alles so ins Bild passt, will ich mal sagen, wo das für mich schon passig ist. Aber es ist natürlich jetzt eine Kanzlerin, eine große Koalition, die sich auch dann, wenn wir im Parlament solche Beschlüsse fassen, da so verhalten muss. Bitte dazu. Genau, also es ging ja um die Frage, was kann man tun? Das eine sind sicherlich eben solche Abkommen und Verträge zu unterschreiben. Und ich glaube, da muss man eben auch Mut und Rückgrat zeigen, auch wenn es eben vielleicht manchmal Ärger mit anderen Beteiligten gibt. Aber ich glaube, was das ganz konkrete Regierungshandeln angeht, also Stichwort Exporte, also von Systemen, Trägersystemen, die auch verwendet werden können, um eben Atomwaffen funktionstüchtig zu halten, oder der ganze Komplex, das hatten wir jetzt auch noch nicht thematisiert, der zivilen Nutzung der Nukleartechnologie, also letztendlich jedes Land, das Atomkraftwerke besitzt, besitzt grundsätzlich auch Möglichkeiten, eben an atomwaffenfähiges Material zu kommen und diese Techniken zu nutzen. Deswegen also sind ganz klar unsere Forderungen auch,
den Atomausstieg A vollenden, also auch bei uns irgendwie die Atomherstellung, also die Atomanreicherung in Kronau oder die Brennelementefabrik in Lingen, Niedersachsen, die in den Atomausstieg mit einzubeziehen. Aber eben auch zum Beispiel keine Hermes-Bürgschaften mehr für den Bau von Atomkraftwerken in der Welt zu genehmigen, also sozusagen eine eine Bürgschaft für Firmen, die sich nicht sicher sind, ob ihre Investitionen sich da lohnen und ob sie ihr Geld irgendwann sehen. Das ist natürlich alles etwas, was zu diesem Gesamtkomplex nukleare Unsicherheit und Terrorgefahren etc. beiträgt. Okay, danke. Auch nochmal eine wichtige Abrundung. Und dann will ich natürlich sofort, hören Sie, wir beide kennen das ja schon ganz gut und das machen wir natürlich jetzt nicht. Wissen, ich finde es immer ein bisschen respektlos, wenn man sich selber, wenn man selber nicht abwarten kann, bis vernünftig so eine Diskussion so lange geführt ist, bis das, was angekündigt wurde, nämlich die Fragen aus dem Publikum auch gestellt werden können. Und genau das wollte ich jetzt eigentlich tun. Wollte nur noch kurz fragen, sind noch wichtige Hinweise, sonst gehen wir ins Publikum, damit da auch kein falscher Eindruck aufkommt. Es ist schon so, die Physik können wir nicht besiegen. Eine Stunde geht schnell rum, dann haben wir noch eine halbe Stunde. Und deswegen gehen wir jetzt ins Publikum und sagen mal, was sind Fragen, die jetzt noch angebracht werden können und bitte auch, an wen Sie sich richten. Ja? Ich glaube, von der Akustik her kriegen wir es ganz gut ohne Mikro auf den. Wer fängt mal an? Gerne, Sie haben sich als erstes gemeldet. Bitte schön. Atomwaffenfreier Staat ist, aber sie stationieren Atomwaffen. Das Rückspiel ist noch ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Diese 20 Bomben, die da liegen, dieser Standort wäre doch ein sehr schönes Verhandlungsobjekt gegenüber Russland. Wir bieten diesen Standort an und Russland will seinerseits 20 taktische Atomwaffen, einen Standort in der Nähe von Ukraine, was Russland oder wo die stationiert sind, aufgeben. Dann sind wir dieses ganze Problem los. Außerdem müsste der Außenminister dann auch noch mit seinen Kollegen in der NATO oder in der EU sprechen. Russland wieder an den Tisch kommt, den NATO-Russland-Rat, der muss wieder bewegt werden. Das ist ein Beitrag. Wir müssen uns noch andere vorstellen. Russland fühlt sich auch gegen die Enge gedrängt. Das muss wieder normalisiert werden. Danke. Ja, danke für die Frage. Also, strategische Gespräche, Abbau, peu à peu und dann natürlich NATO-Russland-Gespräche. NATO-Russland-Rat, habe ich ja vorhin auch schon mal zur Akte was gesagt. Ich glaube, Steinmeier ist einer der, der da lange und jetzt immer auch wieder vehement kämpft, weil das ja lange nicht zustande gekommen ist. Ist jetzt aber wieder ein Gespräch zustande gekommen und auch wieder eins geplant. Aber ich ahne, ehrlich gesagt, dass dieser einfache Deal, den du da vorschlägst, jetzt mit der Sprecherin, nicht so schnell zu haben ist. Weil sie natürlich irgendwie unterschlagen hat, das ist auch nicht ihr Job, dass natürlich auch die in Russland natürlich zusätzliche Atomwaffen stationiert worden sind. Ja, weil es ja so eine Aufschaukelsituation ist und man ja wirklich das Gefühl hat, man rutscht wieder in alte Eskalationsstrategien zurück. Das ist bekannt, was Russland da macht. Okay, dann haben wir dort die nächste Frage, bitteschön. Ja, der Film ist die eine Seite und dann eben der Beschluss des Bundestags. Vielleicht zum Beschluss des Bundestags. Wenn 90% der deutschen Bevölkerung der Meinung sind, dass diese Waffen da weg sollen und der Bundestag kommt dem nach, als souverän, das Volk, und der Bundestag muss es umsetzen. Das heißt, er beauftragt die Regierung. Und diese Regierung tut das nicht. Sie lügt sich darüber hinweg wie Merkel. Sie macht es nicht. Aber diese Regierung jetzt, die besteht aus zwei Parteien. Also nicht nur die Merkel, sondern selbstverständlich auch die SPD. Da gibt es gar keine Frage. Hier wird gegen den Willen des Volkes mehrheitlich eben verstoßen. Das zeigt auch insgesamt die Unzufriedenheit, die es nicht nur hier bei uns in Deutschland gibt, auch in anderen Ländern. Das hat sich ja inzwischen wohl rumgesprochen, dass das mit der Demokratie
wohl nicht so ganz einvereinbar ist, wenn eben eine so große Mehrheit der Bevölkerung das will. Und das wird nicht umgesetzt, dann hat das etwas damit zu tun, dass mit unserer Demokratie hier irgendwas faul ist. Das ist der eine Punkt. Und nun zu dem Film. Viele von hier im Raum waren, als der Herr Wimmer hier vor 4, 5 Uhr im Audimax war, vor 700, 800 Leuten. Dieser Herr Wimmer ist Mitglied der CDU-Staatssekretär damals gewesen. Und als er mitkriegte, die meinen das so ernst, hat er zu Kohl gesagt, ich kann da nicht mehr mitmachen. Und Kohl hat gesagt, das ist in Ordnung. Nämlich, ich kann nicht mehr mitmachen, wenn Sie hier auch einen Atomkrieg wollen. Und als in den 80er Jahren Millionen in Deutschland auf die Straße gingen, da sind die gegangen, weil sie Angst hatten um ihr Leben. Und wir haben jetzt eine Situation, die eben sich entwickelt. Das kann noch keiner voraussehen, wie es geht, aber es ist schlimm. Und da meine ich, wenn auch Leute wie Wimmer, aber das geht quer über die Parteien, sagen, wir müssen hier mit Russland ein vernünftiges Verhältnis haben und hier immer mit der Ukraine und Krim ankommen, da können wir lange diskutieren, das ist doch nicht der Grund. Man kann auch nachfragen, wie das gewesen ist. Wimmer sagt es, als die USA Raketen damals eben stationieren wollten mit der Ansage, das sei gegen den Iran. Da gab es die Ukraine noch gar nicht im Kern dieses Problems. Also stimmte doch gar nicht darum. Und wenn man ganz genau Hiroshima, Nagasaki guckt, dann liest man doch bitte mal gar Alperovitsch, wenn man das macht. Das sind die Belege von 1995. Dieser Krieg ist damals nicht geführt worden, um nun endlich Japan zu... Ja, das hat da... Bitte. Diese Co-Referate. Nein, das sind jetzt Fragen, die im Grunde hier... Das eine ist die Frage, wenn man sie verstanden hat, wie verhält sich diese Regierung dazu? Und das andere ist, wenn die, damit dann ganz aktuell, wenn die heutige... Eben Premierministerin Theresa May sagt, kürzlich erklärte sie, ohne zu zögern, dass sie einen Nuklearschlag befehlen würde, der 100.000 Menschen töten würde, wenn sie es für notwendig erachtet. Das ist nicht nur unverantwortlich, es untermauert zudem die Aussage eben von Ban Ki-moon, der vorhin genannt wurde. So eine Situation, und da brauchen wir nicht so weit zu gucken. Und auf diese Fragen müssen wir Antwort haben. Danke, Herr Berlin. Peter Schürrle, kann man da was richtig entgegnen? Kann man nichts, aber welche Konsequenzen kann man daraus ziehen? Nein, das Problem ist, dass natürlich die jetzige Regierung, man muss ja deren Argumente auch ernst nehmen, der Meinung ist, sie könnte in diesem NATO-Gremium im Notfall noch was verhindern. Aber ich denke, dass das nicht die einzige Sichtweise ist, die man heute verfolgen muss. Also eine andere habe ich ja versucht, vorhin immer schon aufzuzeigen, nämlich, dass sich zivilgesellschaftliche Organisationen auf den Weg machen, um neue juristische und auch völkerrechtliche Schritte zu erreichen. Nebenbei gesagt ist das also durchaus nicht so, dass diese Bewegung nicht wächst, sondern sie ist ständig gewachsen. Ursprünglich waren es von Österreich aus gesehen mal so 20, 30, 40 Staaten. Inzwischen sind es also 130, die da mitziehen. Und muss man natürlich, also ich sage immer, es wäre sinnvoll, wenn man diese Argumentation, man muss unbedingt im NATO-Rat dabei sein, um Schlimmeres zu verhindern oder möglicherweise einen Atomeinsatz zu stoppen, da muss man dagegen halten, dass die Mehrheit der Nation oder der Völker inzwischen auf dem Weg sind und auch an Deutschland Forderungen stellen, hier die neue Idee zu unterstützen. Und es ist ja nicht so, dass die NATO da einfach nur redet, sondern das Thema ist inzwischen breit angelegt, auf der ganzen Welt unterwegs.
Und die Klage am Marshallinseln zeigt das und auch die verschiedenen Arbeitsgruppen, die Vereinten Nationen Vollversammlung in diesem Herbst vorbereiten, mit denen sie ganz, ganz konkrete Vorschläge auf den Tisch legen werden. Ja, jetzt würde ich mal sagen, Sie zunächst, bitte. Ja, gerne. Vielleicht zu der Wortmeldung. Ich glaube einfach, dass zu einer stimmigen Gesamtpolitik auch gehören würde, dass man eben auch Reaktionen zeigt. Wenn eine Theresa May sagt, ne, klar, würde ich machen, dann muss es irgendeine Reaktion geben. Und das, wenn die Kanzlerin nichts sagt, dann könnte das auch ein Außenminister oder sonst wer machen. Also ich glaube, das ist eben sozusagen der Anfang, dass man sich positioniert und dass man deutlich macht, nee, wir sehen es aber anders. Also ich bekomme diese Bundesregierung und auch die letzte so mit, dass sie sozusagen die Aufrüstung der NATO unterstützt und dass sie das mitträgt und dass nicht nur Frau Merkel in Washington gesagt hat, wir sind nicht für Abrüstung, sondern dass die gesamte Bundesregierung die Säbelrasseln, auch wenn Herr Steinmeier mal kurz gesagt hat, findet er nicht so gut, die Säbelrasseln gegenüber Russland und der Ukraine mitträgt. Und darum haben sie auch die Beschlüsse auf den letzten Gipfel, NATO-Gipfel in Warschau vor 2 Jahren und auch in diesem Jahr, also in Wales und in diesem Jahr in Warschau mitgetragen, wo sie ganz klar sich für nukleare Abschreckung und für die Modernisierung der Atomwaffen aussprechen. Und da denke ich, muss vom Parlament, wäre schön, wenn wieder was kommen würde, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das wiederholt wird, da muss schon mal ein bisschen Druck auf die Bundesregierung ausgeübt werden, weil ansonsten kommen wir wirklich in einen neuen Kalten Krieg, beziehungsweise der hat schon begonnen. Andreas Matthies und danach Sie. Ich habe eine ganz einfache Frage an alle drei Abgeordneten. Glauben Sie, da kann man nicht schnell. Glauben Sie, dass die Differenzen, die es jetzt um die Ukraine gibt, wie wir das beschrieben haben, dass sie wirklich der Grund dafür sind, dass aufgerüstet wird und diese sogenannte Modernisierung passiert? Oder glauben Sie, dass es ein Vorwand ist? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ein kleiner Hinweis dazu. Diese Modernisierungsbestrebungen, die fingen ja schon 2012, 2013 an. Also von daher, da war noch dieser Konflikt gar nicht so spürbar. Also ist es der Grund oder ist es ein Vorwand? Wenn es ein Vorwand wäre, würde es bedeuten, man müsste stärker innerhalb der NATO sich mit den USA auseinandersetzen. Das schwang ja auch in der Frage von Herrn Bergin mit und da fangen wir jetzt direkt bei den Abgeordneten an. Fangen Sie an. Ja, ich habe ja vorhin schon versucht anzudeuten, dass man nicht alles auf Ukraine irgendwie zurückführen kann. Vielleicht, das ist sicherlich sozusagen vorgeschoben. Die wahren Gründe, das kann ich jetzt nicht beurteilen, also dazu fehlt mir der Einblick. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass allein schon diese Begrifflichkeiten Modernisierung oder irgendwie nukleare Teilhabe, dass dadurch schon ganz viel zum Ausdruck gebracht wird. Also das sind ja Euphemismen, das ist keine nukleare Teilhabe, sondern eigentlich ein nukleares Mitverbrechen, wenn man sich an dieser Konzeption beteiligt. Und ja. Also es sind falsche Schuhe. Modernisierung ist das eine, was im amerikanischen Kongress beschlossen worden ist. Das Hauptthema im Moment innerhalb der NATO, und ein Teil des Problems liegt ja in der NATO, ist allerdings, das sehe ich schon, ist die Hauptauseinandersetzung jetzt im Moment NATO zu Russland. Ja, und das hat natürlich wieder Wechselwirkungen zu Russland-Amerika, weil natürlich immer gesagt wird, wir machen nur das global, ja, das ist ja das, was die Kanzlerin dann auch sagt, wenn einseitige Abrüstung, würde sie nicht unterstützen. Ja, dadurch heißt es natürlich, Obama sagt das ja auch, er rüstet nur ab, wenn die Russen auch abrüsten und die beiden kriegt man nicht an einen Tisch. Und bisher ist die Haltung, Deutschland will, dass alle gemeinsam dann sich zu Verabredungen treffen, aber das ist natürlich das größte Rad, was wir dann drehen. Und das sind schon zwei und mehrere Facetten eines Themas. Wir hatten jetzt sehr stark diese, weil ich das auch mit der Ukraine so gesagt habe, weil das auch mein Eindruck ist, auf dem letzten NATO-Gipfel das zentrale Thema war. Ja, aber die Modernisierung dieser Waffen in Büchel haben damit natürlich am Rande zu tun. Ja.
Und muss man klar sagen, vorher hatten wir immer eher Angst, diese Waffen waren alt, ja, verranzten da vor sich hin, dass man eine Gefährdung für die Bevölkerung auch hatte, dadurch, dass sie da gelagert wurden. Ja, jetzt haben wir natürlich noch zusätzliche Besorgnisse, dass da eben auch eine neue Generation Waffen dann auch ist. Ja, ich denke auch, dass das eher vorgeschoben ist, der Konflikt mit der Ukraine, weil die Aufrüstungspläne waren vorher beschlossen worden und die USA hat nach wie vor das Ziel, die einzige Weltmacht zu sein und das zusammen mit ihren Verbündeten in der NATO auch durchzusetzen. Okay, vielen Dank. Und jetzt sind Sie dran, bitte. Noch eine Frage, die Dame da vorne. Die Dame da vorne. So. Kommen wir auch noch dran. Also meiner Meinung nach passt die Haltung der Bundesregierung ja eigentlich sehr gut in deren Verteidigungsstrategie. Es heißt ja, international muss Deutschland mehr Verantwortung übernehmen. Und da frage ich mich natürlich, warum sollen Sie dann diesen Part Atomwaffen abgeben? Weil das ist ja das auch ein Stück Verantwortung, was Sie meinen, an dieser Stelle wahrscheinlich übernehmen zu müssen. Was ich nicht sehe, dass das zusammenpasst, aber ich denke, das passt in die Verteidigungsstrategie der Bundesregierung und halt in die immer weitergehende Ausdehnung der Beteiligung der Bundeswehr in Auslandseinsätzen. Ist es? Ja. Meine Frage wäre halt an dieser Stelle nochmal, ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, vielleicht kann da jemand was zu sagen, dagegen vorzugehen, wenn es tatsächlich verfassungsmäßig auch nicht erlaubt ist, letztendlich, dass hier Atomwaffen durch Bundeswehrangehörige ins Ziel gebracht werden können. Das ist ein Punkt. Und ich hätte noch einen Vorschlag an Sie, Herr Noske. Sie hatten ja gesagt, warum sind Friedensthemen heute nicht mehr auf der Tagesordnung? Ich denke, das ist halt auch eine Frage, wie die Presse damit umgeht. Und ich würde es begrüßen, wenn die Braunschweiger Zeitung vielleicht immer mal wieder diese Themen mit aufgreift. Friedenspolitische Themen, das ist auch Friedenserziehung. Das sind auch unsere nachfolgenden Generationen, denen wir was mit auf den Weg bringen, geben können. Und ich denke, dass Sie sicher auch da ein Stück Verantwortung übernehmen an der Stelle. Ich greife die auch gleich nochmal auf, aber ich denke, Frieder Vögel kann man die Frage nochmal übergeben. Wir hatten ja vorhin schon über juristische Wege und Möglichkeiten gesprochen. Und etwas zugespitzt auch die Frage, die wir eben gehört haben, ist es auch die Verweigerung von Verantwortung, praktisch die Kontrolle auch abzugeben? Oder also ist es die Nichtübernahme von Verantwortung, kann es auch Verweigerung von Verantwortung sein, etwas zugespitzt formuliert? Ja, das ist jetzt natürlich kompliziert ausgedrückt. Ich denke, dass die deutsche Regierung insgesamt auch noch sehr stark im traditionellen Denken verhaftet ist und dass die Alternativen, die inzwischen entwickelt worden sind, gerade auch die völkerrechtlichen und die gewaltfreien Alternativen, die es gibt, dass die bisher viel zu wenig unterstützt wurden. Man sieht es jetzt wieder an dem neuen Weißbuch, das ja zunächst herauskommt und erst als zweiter Schritt wird nachher dieser alte Aktionsplan für zivile Konfliktbearbeitung herauskommen. Das heißt, er kriegt jetzt einen neuen Titel. Aber nicht so ist das traditionelle Denken. Es wird erstmal immer geguckt, was hat denn der Verteidigungsetat anzubieten und können wir da nicht ein bisschen mehr Geld reinstecken? Und das geschieht eben. Zum Beispiel die Aussage, wir müssen nun auch langsam, Frau von der Leyen, wir müssen langsam mal wieder die Bundeswehr etwas besser finanzieren. Das ist eine reine Lüge. Ich habe damals auch ein Leserbrief dazu geschrieben, wurde leider nicht veröffentlicht. Sie hatte ja ein großes Interview in der BZ und da gibt es auch eine Verantwortung der Zeitung, so etwas dann auch wirklich kritisch weiterzuführen, die Diskussion nicht immer nur so Eintagsfliegen zu gestalten. Nämlich, der Rüstungsetat ist tatsächlich seit 2006 bis heute ständig gestiegen. Ständig gestiegen. Und das ist noch eine logische Schlussfolgerung, dass man immer wieder in dieses militärische Denken verfällt. Während die Ansätze der zivilen Konfliktbearbeitung sind sanft gestiegen, ja, sie sind etwas gestiegen, aber alle, die sich dafür eingesetzt haben, sind natürlich der Meinung, dass das bisher noch viel zu wenig ist. Und es gehört, ja, ein Promille oder so,
von dem, was für die Bundeswehr ausgegeben wird. Also dort könnte man sicherlich ansetzen. Und übrigens will ich schon mal vorwegnehmen, es kann jeder von uns sich zum Beispiel, das ist das Interessante, der Klage der Marshallinseln anschließen. Man muss das also im Internet, ich weiß jetzt den Link nicht, aber man kann das dort aufsuchen. Ich habe das auch gemacht. Man kann sich dieser Klage gegen die Atomwaffenmächte anschließen. Ich meine, das Hauptproblem ist ja, dass man eigentlich mit dem ganzen Gedanken der Abschreckung nicht mehr so locker umgehen soll wie bisher. Denn es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das zu nichts geführt hat, sondern nur zu wahnsinnigen Geldverschwendungen und nutzlosen Ausbildungen von Millionen von Soldaten. Auf der anderen Seite eben nur die sehr geringen Ansätze, die übrigens auch aus der Zivilgesellschaft kamen, dass sich Menschen Gedanken gemacht haben, wie können wir denn dem etwas entgegensetzen. Die sind da natürlich mit ein paar Millionen nur gefördert worden. Im Moment stehen die bei etwa 30, 35 Millionen Euro im Gegensatz zu dem, was, wir wissen ja alle, Bundeswehr 34 Milliarden und so weiter. Also der neue Plan für gewaltfreie Zivilkonfliktbearbeitung heißt es, der wird jetzt erst nach dem neuen Weißbuch entwickelt. Eigentlich müsste ein Verteidigungsministerium mindestens beides zur gleichen Zeit herausbringen, weil das auch nach außen zeigen würde, wir haben hier ein Gleichgewicht vor. Nicht? Es wird immer gesagt, ja, die Verhandlungen von Frank-Walter Steinmeier, die sind ja auch ein wichtiger Teil der Außenpolitik und das kostet ja auch was, aber im Grunde genommen wird auch von der Regierung viel zu wenig betont, dass man sowohl als auch für sehr wichtig hält und um das überhaupt auszugleichen, nicht, dass man dann Frau von der Leyen vorschickt, die sagt, wir brauchen jetzt auch 3% des Bruttosozialprodukts für unsere Rüstungsausgaben. Nur warum? Weil die USA das haben, weil die Engländer das machen. Und es ist also reine, sage ich mal, Gefolgschaftstreue, hätte man das früher genannt, dass man meinen muss, man muss in denselben Chor mit hinein gehören. Also da gäbe es noch viele Änderungsmöglichkeiten. Da gibt es einen NATO-Beschluss, dass man 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung und Militär ausgeben soll. Und die Bundesregierung, Frau von der Leyen, hat jetzt gesagt, sie wollen das machen. Und das würde eine Steigerung des Verteidigungsetats von 36 auf 56 Milliarden bedeuten. Und das ist das, was diese große Koalition mit mehr Macht und mehr Verantwortung beschlossen hat, nämlich mehr Aufrüstung und Kriege und nicht mehr Abrüstung und zivile Konflikte. Ja. Aus der Bundesregierung gehört, der das unterstützt und nicht nur Frieda hat Briefe geschrieben, die anders machen. Ja, gerne. Nur weil gerade eben ja auch ein paar Zahlen genannt worden sind. Das, was ich jetzt gelesen habe über Bücher, dass allein um den Standort und die Waffen dort zu sichern, nochmal 100 Millionen bereitgestellt werden müssen. Also wenn man das mal vergleicht mit dem, was eben für zivile Konfliktlösungs Ansätze ausgegeben wird, das ist ja wirklich absolut absurd. Okay, und ich war ja auch kurz angesprochen worden, deswegen würde ich einfach mal eingangs kurz sagen, natürlich sind wir hier, also die Braunschweiger Zeitung ist eben, wie sie ist, aber sie ist auch verlässlich und ich kann Ihnen einfach nur sagen, hier sind ja auch viele Menschen, die einen Bezug zum Bildungsbereich haben. Ich würde es gut finden, wenn wir einfach mehr mit den Schulen und mit der TU, wenn wir einfach mehr konkret hier vor Ort auch an Projekten arbeiten würden und darüber auch berichten, das sage ich jetzt hiermit, da werden wir auch kräftig darüber berichten, damit es eben nicht so isoliert bleibt, wie ich manchmal den Eindruck habe, es bei solchen Veranstaltungen eben auch ist. Da müsste mehr passieren und da würden wir auch mehr darüber berichten, das kann ich hiermit auch zusagen. Ich habe so ein bisschen mit der großen Politik, wir sind eine Lokalzeitung, Regionalzeitung, Sie wissen ja, wir sind im großen Verbund der Funke Mediengruppe eingebunden, aber in Berlin, da haben wir mittlerweile eine sehr große und einflussreiche Redaktion, die natürlich auch die entsprechenden Interviews und Gespräche führen. Und da ist die Gruppe, zu der unsere Zeitung gehört, schon relativ einflussreich. Aber hier im Lokalen würde ich gerne mehr darüber berichten, dass wir zum Beispiel bei solchen Veranstaltungen dann nicht nur das Durchschnittsalter haben, was wir jetzt haben, sondern dass eben einfach mehr Jugendliche, mehr Schüler sich eben auch von diesem
von diesem Thema angesprochen fühlen und nicht eine gewisse Ohnmacht, die wir ja auch spüren. Warum ist das so? Ist da nichts zu machen? Welche Mächte stehen da eigentlich im Hintergrund? Da müsste man doch was gegen machen. Und ich denke, dass wir über die Schulen, über die Uni, auch über Vereine und Arbeitsgemeinschaften, wenn das einfach breiter in die Gesellschaft reingeht, dass wir da mehr machen können. Und dazu ist die Braunschweiger Zeitung auch unter meiner Leitung der Lokalredaktion sehr gerne bereit. So, Dr. Kies. Sind dazu nicht gekommen. Jetzt will ich die letzte Frage doch noch mal stellen. Das ist übrigens auch in Ordnung, dass die von Ihnen formulierten Fragen jetzt nicht so gekommen sind. Ja. So verstehe ich auch meine Rolle. So, jetzt stellen Sie mal Ihre Frage. Ich wollte die letzte Frage doch noch mal stellen. Möchten Sie jetzt an die Abgeordneten, an die drei Abgeordneten, die wir hier haben, möchten Sie sich einsetzen für einen stärkeren Einsatz friedlicher Konfliktlösung? Das werden sicherlich alle drei bejahen. Haben Sie Arbeitsgemeinschaften in Ihrer Partei, die um der herrschende Abschreckungslogik nachhaltig in die Friedenslogik zu ersetzen, also um die Sache sozusagen in die richtige Richtung zu lenken? Das wäre dann interessant, welche Arbeitsgemeinschaften Sie da haben, wo man sich dran wenden könnte als Friedensbewegung. Stimmt, Dr. Kies, die Frage habe ich vergessen. Richtig. So, also was kann man jetzt in der SPD mit den Arbeitsgemeinschaften, was gibt es da noch für Hoffnung in der SPD? Wir haben Arbeitsgemeinschaften, die wir so strukturiert haben, deswegen haben wir keine, die sich quasi nur mit Frieden auseinandersetzt, sage ich jetzt mal, auch wenn das ein Riesenthema ist, sondern die Jugendlichen, das sind alle unter 35, alle 60-Pluser sind über, wie sich aus der Benennung ergibt, über 60, sodass es eben nicht so eine fachspezifische Situation gibt. Alle diese Arbeitsgemeinschaften können alle Themen aufgreifen und dann ist es so, dass alle unsere Parteimitglieder, wenn sie sagen, ich finde jetzt interessant, immer ein kleiner Arbeitskreis, ja, dieses Thema zu bearbeiten, habe ich als junge Frau selbst auch gemacht, zu Frauenpolitik und zu Themen, die eigentlich eher bei den Grünen lagen damals, dann geht das. Ja. Dann kann man sagen, so von wegen hier, wir sind 10 und wir bearbeiten das Thema und können das machen. Das andere, was ich noch sagen will, ist, die Frage ist ja auch mal, wie kommt denn das ins Programm, in die Partei, wie speisen wir das ein? Arbeiten jetzt ja gerade alle Programme. Ich selbst bin, wir haben so Projektgruppen gebildet, 7 an der Zahl. Ich selbst leite eine, die zum Thema Familie und Leben Ideen entwickelt für die SPD. Und da haben wir natürlich auch eine, die ist überschrieben mit Frieden und Europa, ja, weil das natürlich schon eines der zentralen Themen ist, die im Parteiprogramm verankert sein müssen, ja, weil Abrüstung eins unserer Kernding ist, seit Willy Brandt. Ja, also wir haben bei uns bei den Grünen eine Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden, die sich mit allen möglichen Aspekten von Konflikten auseinandersetzt, immer wieder aktuelle Themen bearbeitet, eben sei es Ukraine oder auch so spezielle Aspekte, wenn jetzt irgendwo Sanktionen verhängt werden, wie kann man zu einer Humanisierung dieser Sanktionen kommen, etc. Also die diskutieren wirklich sehr in der Tiefe. Und man kann sich da jetzt auch als Lichtparteimitglied einbringen, das finde ich wichtig. Und diese Bundesarbeitsgemeinschaften, die sind auch antragsberechtigt auf unseren Parteitagen, also können Anträge stellen, wenn irgendein Wahlprogramm gestellt wird und machen nun das auch oder ja, also melden sich da zu Wort und geben auch zum Beispiel bei bestimmten Fragestellungen, da wird ja äußerlich in unserer Fraktion immer einheitlich abgestimmt, durchaus eben auch Abstimmungsempfehlungen an die Abgeordneten. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Funktion, weil so ein Parlament und so eine Fraktion arbeitet ja sehr arbeitsteilig. Jeder hat so seinen Bereich und seine Ausschüsse und häufig eben nicht die Zeit, sich intensiv einzuarbeiten und ist dann sehr auf die Empfehlungen der Fachabgeordneten angewiesen und orientiert sich daran. Und da finde ich es sehr wichtig, dass es eben Leute gibt, denen das, also wo man wirklich sagen kann, dass sie ihr Herzensanliegen und die ja, sprechen eben tatsächlich auch Empfehlungen aus. Ja, wir haben auch Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften Frieden und internationale Politik, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, können auch Nichtmitglieder mitarbeiten, sind antragsberechtigt, also das ist so ähnlich wie bei den Grünen zu Landes- und Bundesparteitagen, stellen auch Delegierte, also können sich da einbringen und wir diskutieren natürlich dann nicht nur Abrüstung und Frieden, sondern sagen, also
Änderungen wird es weltweit nur geben, wenn wir eine gerechtere Außenwirtschaftspolitik haben und eine andere Entwicklungspolitik, damit sozusagen die Länder ja, nicht in der reichen EU und im reichen Norden des Erdballs liegen, auch die Möglichkeit haben für eine friedliche Entwicklung und nicht wieder immer in Kriege hineingezogen werden. Das, denke ich, ist auch sehr wichtig. Okay, danke schön. Dann lassen wir uns die Zeit nutzen, noch zwei, drei Fragen mitzunehmen. Also wir kommen auch Sie auch gleich. Bitte dort. Das ist ein bisschen der Scheinwerfer in meinem Gesicht, deswegen sehe ich es nicht so richtig da hinten. Bitte. Ich habe noch eine Frage zu den Atomwaffensperrvertrag. Dieser Vertrag ist doch eigentlich eine Farce, ne? Weil dieser Vertrag hat ja gar keine Sanktionsargumente, die er bietet. Ja? Und ebenso, wenn dort Länder ein- und austreten können, wie sie lustig sind, dann frage ich mich, was soll dieser Vertrag überhaupt bewirken? Kurz dazu. Auf den verzichten können, ja, um das auch klar zu sagen. Aber was Sie oder du sagst, ist völlig richtig. Es gibt im Moment keine Sanktionsmöglichkeit. Der Antrag, den wir hatten, da war uns auch eine der Forderungen, 19 an der Zahl, eine war, sich für Sanktionen einzusetzen. Das ist natürlich etwas, was zum gesamten Vertragswerk dazugehört. D'accord. Okay, dann Ihre Fragen bitte. Herr Noske, Sie haben vorhin selber gefragt, welche dunklen, also rhetorisch gefragt, welche dunklen Mächte oder welche Mächte stehen dahinter, dass eben die Aufrüstung so weiter betrieben wird. Wir haben sehr viel über Zahlen vom Podium gehört, aber die Interessen der Rüstungsindustrie und der Waffenindustrie ist hier heute noch nicht erwähnt worden. Und ich finde das auch bezeichnend, auch die Kritik von Herrn Bergin, geht ja darauf aus, dass dort eine intensive Lobbyarbeit betrieben wird in den USA wie in der Bundesrepublik, dass eben die Aufrüstung weiter betrieben wird, obwohl es wohlfeile Resolutionen dagegen, gegen die Aufrüstung immer wieder in regelmäßigen Abständen gibt. Meine Frage an Sie alle, wann sehen Sie diese Gefahr auch? Wo sehen Sie Anzeichen, dass eben die Rüstungsindustrie hier ein deutliches Interesse fährt und dadurch auch Frau von der Leyen beeinflusst, eben hier den Wehretat zu erhöhen? Wobei wir ja, wenn das etwas präzisieren, Ihre Frage, wir waren ja heute, sind wir ja bei den Atomwaffen, das wären ja dann amerikanische. So, ich könnte die Frage, wenn Sie möchten, erweitern und könnte sagen, also Sigmar Gabriel hat sich im Braunschweiger Dom gegen Waffenexporte ausgesprochen und wir sind der größte Waffenexporteur nach wie vor der Welt, das wird sogar gesteigert. Allerdings ist Sigmar Gabriel dann auch auf Einladung des Doms und der Braunschweiger Zeitung zurückgekommen und wir haben immerhin diskutiert. Aber das ist doch natürlich eine gewisse, man kriegt sich's ab, weil sie gekommen ist. Ja? Aber das ist doch eine gewisse Schizophrenie, das versteht doch kein Mensch. Von Gabriel ist auch was Besonderes. Das kann ich nur jetzt draußen sehen. Natürlich ist das jemand Besonderes. Nein, also erstmal wäre es naiv, glaube ich, zu sagen, Rüstungsinteressen gibt es nicht und diese Wirtschaft und diese Industrie, die dahinter steckt, hat kein Interesse und macht sie nicht auch Geld. Und ich glaube, in allen nationalen Parlamenten, nicht nur in Deutschland, in Frankreich, überall sehen wir das ja auch. Ja, es gibt ja auch Kooperationen, die nicht unterschätzen sind, finde ich, da muss man auch vorsichtig sein. Das wäre naiv zu glauben, dass es nicht mit am Tisch ist. Wenn ich jetzt über die Atomaren, da kann ich wenig drüber sagen, weil das tatsächlich eher den amerikanischen Preisen, den kann ich nicht gut überblicken. Ja, ich bin froh, wenn ich irgendwie, mich in Europa eher zurechtfinde, was die Rüstungsdinge da angeht. Und was die Exporte angeht, ist klar, dass sie immer sagen, wir wollen weniger. Und dann ist natürlich, gibt es diesen Exportbericht und Sie kennen alle die entsprechenden, so 4 Wochen her, dass der Bericht da ist, ja, von Siri, dieser ist wieder mehr geworden. Und Sigmar Gabriel erklärt das ja dann auch regelmäßig damit, dass es auch Verabredungen gibt, die nicht in dieser Legislaturperiode, sondern schon davor getroffen worden sind. Und dass wir andernfalls eben diese entsprechenden Strafen zahlen müssen, zu denen aber das Kabinett dann nicht bereit ist. Ja. Wir diskutieren das in der Partei und in der eigenen Fraktion genauso intensiv, ja, weil das uns allen nicht gefällt. Ja. Wir schreiben und sagen, wir wollen weniger von diesen Exporten
Und gleichzeitig ist es so, dass aktuell dann, ja, es sind weniger Kleinwaffen und solche Dinge, ja, es sind dann andere Waffensysteme, ich bin auch nicht die absolute Fachfrau, ja, aber es sind dann eben Dinge, die in der Vergangenheit begründet liegen, ja, und wo wir vielleicht sogar, wenn es eine Veränderung in der Region gibt, irgendwann Leute diese Früchte ernten von einem Ring, was heute restriktiver urteilt, ja, die dann aber eben der nächste Wirtschaftsminister, ja, der kann dann sagen, ja, wenn das Sigma ist, kann er sagen, das ist das, was ich auch selbst beschlossen habe, es sind weniger geworden, ja, es kann auch ein anderer sein, ja, das ist eben diese, da haben wir letztendlich, wir tragen einen Altlasten der alten Regierung, man muss es klar so sagen. Ja, man kann natürlich immer sagen, dann müsste eben diese Strafen akzeptieren, ja, und ich glaube, das würde aber auch zu einer Diskussion, nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch in der Bevölkerung führen. Okay, dann meine ich, ich hätte dort doch gegen das Licht noch eine Frage da gesehen, ist das richtig? Ja. Wann wird Politik wieder für Menschen und nicht für die Wirtschaft gemacht? Weil das auch eine wichtige Frage, wann wird Politik, ist von ja besten. Weil das Volk, das merkt im Moment nicht, dass die Politik für sie arbeitet. Also wann wird Politik für die Menschen und nicht für die Wirtschaft gemacht? Die Frage haben sich gewünscht, Bürger. Ja, wenn die stärker wird und wir Politik für die Menschen machen können. Ich würde aber gerne auch noch mal was zu den Rüstungsexporten sagen. Also ich war zwei Legislaturperioden auch im Verteidigungsausschuss und nicht nur im Unterausschuss Abrüstung und Menschenrechte, wo ich jetzt bin. Und da gibt es immer Versprechen gegenüber der Rüstungsindustrie. Die hat da schon sehr großen Einfluss. Immer dann, wenn neue Waffen für die Bundeswehr entwickelt werden, was ja mit den neuen Auslandseinsätzen ständig so ist, dann sitzt die Rüstungsindustrie mit an dem Tisch und dann sagt sie, wenn wir neue Waffen entwickeln, ist das sehr teuer, sehr aufwendig, dann müssen wir gleich das Versprechen bekommen, dass wir die anschließend auch exportieren können, damit wir große Mengen herstellen können, damit es sich für uns lohnt. So läuft dieses Geschäft und deshalb ist das schon vorprogrammiert. Diese Versprechen sind natürlich dann nicht so öffentlich zugänglich, aber es wird gemacht. Und ich denke schon, wenn der Gabel konsequent wäre, als es gegen Russland ging und da die Rüstungsexporte im Rahmen der Sanktionen gestoppt wurden, da hat man das gemacht. Und hat auch die Zahlungen an Rheinmetall hingenommen, während es jetzt immer heißt, man kann das nicht. Das sind aber alles nur Vorverträge, die man natürlich jederzeit ändern kann. Wenn man es wirklich will, könnte Herr Gabriel Rüstungsexporte natürlich reduzieren. Peter Stöbe, stimmt das, dass Politik für die mächtigen Einflussgruppen der Wirtschaft gemacht wird und nicht für die Menschen? Stimmt das? Ich denke schon, dass das zu einem guten Teil stimmt, weil bisher überhaupt nicht klar ist, wer sind überhaupt diese Lobbyisten. Und ich finde, eine sehr wichtige Initiative ist diese Initiative Lobby Control oder Abgeordnetenwatch, die diesen Fragen sehr genau nachgehen. Und dort hat man inzwischen durchgesetzt, dass wenigstens das Register, glaube ich, jetzt erstellt werden muss. Trotz des permanenten Widerstands der CDU sind diese Lobbyregister jetzt also in der Verwirklichung. Vielen Dank. Und wann macht denn nun die SPD wieder mal Politik für die Menschen? Ich kann mal sagen, ich mache Politik für die Menschen. Als Gesundheitspolitiker kann ich, glaube ich, vom Lobby ein bisschen mitreden. Ja, da haben wir häufig auch mal klar gemacht, dass wir für die Menschen und nicht für die Konzerne Politik machen. Im Moment mache ich das im Bereich Arbeit und Soziales. Da können Sie das leicht verfolgen, wie das mit Mindestlohn und jetzt auch mit Lohngerechtigkeit und mit Werkverträgen ist, wer da welche Position hat. Und da, glaube ich, bin ich auf der Seite der Menschen und nicht der vielleicht auch mächtigen Industrieverbände. Sie haben ja so schön das Mikrofon gerade hier weggenommen. Nee, das war einfach schon so. Sie haben die Frage nicht beantwortet. Ich habe sie persönlich gar nicht gemeint. Sondern ich wiederhole mal, wann macht denn die SPD mal wieder eine richtige Politik für die Menschen und wird auch mal wieder gewählt?
möglicherweise haben Sie mich nicht gemeint, aber ich bin Teil der SPD und ich verwirkliche das Programm der SPD. Ja. Mindestlohn, Werkverträge, ja, Leiharbeit, alles das, was ich Quote, so zum Beispiel ist etwas, was wo wir jede Menge Widerstände haben. Und im Gesundheitsbereich, wie gesagt, könnte ich einen ganzen Abend füllen. Da glaube ich schon, das ist nicht nur meine Haltung, sondern die der SPD und das Parteiprogramm. Gut, okay. Und Ihre Antwort? Ja, also ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich, dass man eben die Lobbyverflechtung offenlegt. Also es ist normal, dass verschiedene Verbände Lobbyarbeit machen. Wenn der Kinderschutzbund fragt, haben Sie einen Termin, das ist ja auch Lobbyarbeit. Aber es muss eben offengelegt werden, wer geht wo ein und aus und welche Abgeordneten haben noch weitere Zuverdienste, Nebentätigkeiten, Beratertätigkeiten etc. Ich glaube, das wäre tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, in Brüssel ist es ganz besonders extrem mit den Lobbyvertretern. Also wenn wir da als Fraktion mal einen Abendtermin haben, wird man sofort belagert. Also es ist richtig systematisch, wie da eben sozusagen Einfluss genommen wird. Ich finde es gut, wenn die Bürgergesellschaft sich zusammenschließt und auch in verschiedenen Initiativen wie Compact etc. eben auftritt und ihre Interessen artikuliert. Und ich glaube, so Parlamente, das fängt ja häufig schon im Kleinen an, wer hat wann einen parlamentarischen Abend, sind meistens diejenigen, die es sich leisten können, irgendwo Räumlichkeiten anzumieten. Da müssen eigentlich Parlamente auch offener werden und sagen, ja, so und so viele Wirtschaftsverbände machen parlamentarische Abende. Wir stellen ja auch irgendwie Räume zur Verfügung, damit Initiativen etc. auch mal diesen privilegierten Zugang nutzen können und mal so einen Abend mit ihren Abgeordneten sprechen können. Ich würde gerne nochmal jetzt bei der SPD bleiben, als Beispiel. Ich habe selber mitbekommen, dass eben viele Leute, die in Ortsverbänden und so tätig sind, eine gewisse Unzufriedenheit haben, weil auch ihre Entscheidungen und ihre Einflüsse nicht bis eben in die, auf Bundesebene reichen, um wirklich Veränderungen zu bewegen. Ja, und deswegen ist meine Frage eigentlich nochmal oder mein Anstoß, dass man vielleicht mal ein bisschen umdenken sollte und ein bisschen von dieser parlamentarischen Demokratie wegzukommen und ein bisschen mehr zur Basisdemokratie hinzugehen, ja, und auch ein bisschen mehr zur direkter Demokratie. Ich denke, das wäre wirklich mal so ein Fokus, den man im Auge behalten sollte. Danke nochmal. Bevor wir auf die Antwort kommen, wollen wir einfach Frau Schaub mal ganz herzlich danken, dass sie heute Abend da war, denn sie muss jetzt zum Zug, sehe ich das richtig? Ja. Genau. Danke, also vielen herzlichen Dank. Ich muss tatsächlich zum Zug, ich bin selbst mit dem dann um 12:30 erst zu Hause. Also schön, dass es initiiert worden ist vom Friedenszentrum, die ganze Reihe, und auch toll, dass die Braunschweiger Zeitung das aufgreift und begleitet. Muss ich wirklich sagen, ich wünsche noch eine gute Diskussion und ich glaube, das trägt alles dazu bei, eben das Bewusstsein auch in den Parlamenten voranzutreiben, damit eben auch mal Beschlüsse nicht nur anders gefällt, sondern wenn sie gut gefällt werden, auch durchgesetzt werden. Also danke und vielen Dank. Ja, gute Frage. Und jetzt denke ich, sollten wir vielleicht noch die Restfragen beantworten. Da war ja eigentlich nochmal der Nachtrag zu meiner Frage mit der SPD, die ich so ein bisschen natürlich auch provozierend gemeint hatte. Es ist ein bisschen ja Ihr Problem, Sie sind unter 30%, deutlich drunter, und Sie haben solche Themen, wo der Verdacht aufkommt, machen die eigentlich unsere Politik? Ja? Sie sind eine der besseren Politikerin, damit ich jetzt auch mal nicht, dass ich Sie nicht so angreife. Ich persönlich meine das, ja, will das jetzt auch mal sagen, aber gehen Sie noch mal kritisch auf Ihre eigene Partei ein. Ja, es wurde gefragt nach Ortsverbänden. Jetzt sage ich jetzt mal so, bei uns heißt es nicht Ortsverbände, eigentlich heißt es Ortsvereine, das ist bei der Union heißt es Ortsverbände, aber der Punkt ist ja, die kleinste Gliederung, wenn ich richtig verstanden habe, ja, meint, dass sie nicht gut durchbringt. Ja? Wir haben mehrere Sachen da, nicht jeder Antrag setzt sich durch, um das auch klar zu sagen. Ich glaube aber, dass wir eigentlich eine Möglichkeit haben, doch relativ schnell auf die Landesebene und dann auch auf den Bundeskongress
zu kommen und das eben mitzuteilen. Und was wir ja neuerdings regelmäßig machen, sind kleinere Parteitage, die sich nur mit thematischen Dingen auseinandersetzen, dass man nicht so einen riesen Parteitag hat, wo dann viele Sachen nach unten gehen, sondern sich irgendwie stärker und intensiver dann zentriert an der Stelle. Und was die Basisdemokratie innerhalb des Ladens angeht, wenn ich das mal so locker sagen darf, finde ich, der Koalitionsvertrag ist zur Abstimmung gestellt worden. Mehr kann man da an der Stelle auch nicht machen. Wir hatten noch nie so eine intensive Diskussion, das will ich auch mal sagen, mit ganz, ganz vielen in der Zeit, ja, ob wir das machen sollen oder nicht. Dann gab es auch eine große Wahlbeteiligung innerhalb der Mitgliedschaft. Ja, das ist schon so, dass wir auf diesem Weg sehr gerne gehen und da uns auch bemühen. Ob das immer jetzt in jedem Antrag klappt, dass man da quasi bis auf den Bundesparteitag sofort vordringt, da muss man natürlich auch wirklich ackern. Aber was ich mitkriege, sind dann die Kollegen auch sehr aufgeschlossen, auch was die Abgeordneten, Mandatsträger angeht, um das dann auch, wenn sie da angesprochen werden, entsprechend auch verbreiten und sich auch unterstützend dafür einsetzen. Okay, danke. Ich glaube, Sie waren zuerst und dann Sie. Kurz die Konservative, wir hören gegen TTIP und gegen die WIPO. Das war vor der Wahl 2013, das hat sich aber geändert. Aber zur eigentlichen Frage: Wie wahrscheinlich ist eine rot-rot-grüne Koalition bei Ihnen? Wie wahrscheinlich ist was? Bitte Wiederholung. Rot-rot-grün. Rot-rot-grün. Will ich mal kurz halten. Ich habe keine Kugeln. Ja? Wir haben an vielen Stellen eine gute Zusammenarbeit und auch anschlussfähige Themen zwischen diesen Fraktionen. Das wissen wir. Es gibt ganz große Hindernisse an einigen Stellen. Denn den NATO-Vertrag haben wir hier heute mit Inge schon einen Punkt gesehen. Ja? NATO-Partnerschaft, NATO-Bündnis-Teilhabe, das sind andere Dinge. Und am Ende entscheiden Sie das alle mit, ja, ob das überhaupt eine Option sein kann. Und das ist aber alles nach der Wahl zu entscheiden. Ja, ich denke auch, Wahlkampf macht erstmal jede Partei. Natürlich Wahlkampf für ihr Programm. Und unsere entscheidenden Forderungen sind natürlich neben sozialer Gerechtigkeit, Frieden und Abrüstung und unsere grundsätzliche Ablehnung von Auslandseinsätzen. Und uns wird immer gesagt, wenn wir nicht von dieser Position runtergehen, dann gäbe es keine Koalition mit uns, anstatt dass man in Verhandlungen geht und sagt, man geht Punkt für Punkt durch, wird von vornherein erwartet, wir müssen zur NATO stehen und wir müssen unsere grundsätzliche Forderung nach Beendigung aller Auslandseinsätze aufgeben. Und da kann ich nur sagen, dann muss die SPD aber auch erstmal ihre Politik ändern. Und dann kann man natürlich drüber reden, aber ich würde dann auch Forderungen haben nach einem höheren Mindestlohn, nach mehr sozialer Gerechtigkeit und natürlich nach Frieden und Abrüstung. So, jetzt fangen die Koalitionsparteien hier schon an. Bitte. Ja. Wie gefährlich das ist mit den neuen Atomwaffen, die da kommen. Und zu dem Thema habe ich eine Frage, was den Parlamentsvorbehalt angeht. Und zwar habe ich da im Internet was gefunden, dass die CDU, CSU und SPD gemeinsam entwickeln, eine Fortentwicklung zum Thema Bündnisfähigkeit Deutschlands zu stärken, wo dann der Parlamentsvorbehalt bei Kriegseinsätzen von der deutschen Bundeswehr abgeschafft werden soll oder zumindest so gestaltet werden soll, dass das Parlament nur noch informiert wird und keine Entscheidung in dem Sinne trifft. Also das liegt mir zumindest vor hier. Was haben Sie da vorliegen? Das ist ein Gesetzesentwurf vom 26.01.2016. dass der Parlamentsvorbehalt auszugsweise verändert werden soll, dass teilweise, also wenn es zum Beispiel Geheimmissionen sind, noch nicht mal mehr eine schriftliche Anfrage gestellt werden soll. Also das finde ich schon gerade in diesem Zusammenhang sehr irritierend. Ne? Ich würde da gerne eine Information zu haben. Was wissen Sie davon? Vielen Dank. Ja, die Ehe kann das dazu sagen. Aber ohne, also das wird mit der SPD nicht gehen. Ja. Das ist ja eine Entwicklung mit der SPD zusammen. Das ist ein Entwurf. Wer den geschrieben hat, geht hier jetzt kann man nicht raus hervor. Da sieht man nicht mal drauf, welche Kollegen dafür Verantwortung zeigen. Also es steht ja, nee, das nicht. Aber es steht hier, es ist der Abschlussbericht der Kommission zur Überprüfung und Sicherung
der Fall hat rechtsrecht. Machen Sie mal einen Satz weiter, wie hier steht, dass es ein Entwurf ist. Ja, ja, es ist der ist alles Präquark. Und also es war ein Entwurf, Teile der CDU wollten den Parlamentsvorbehalt aushebeln, das ist aber nicht mehrheitsfähig geworden, es ist nicht durchgezogen, das haben die zurückgezogen. Also das ist sehr schade. Ja, aber es gab immer wieder Vorstöße von Teilen der CDU, die diesen aushebeln wollten. Und gerade im Rahmen der EU wird auch immer wieder gesagt, dass der Hindernis daran im europäischen Rahmen sozusagen Auslandseinsätze zu beschließen. Aber im Moment ist der Parlamentsvorbehalt weiterhin da und über alle Auslandseinsätze muss das Parlament entscheiden. Auch wenn es leider immer mit Mehrheit für Auslandseinsätze stimmt, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung gegen Auslandseinsätze ist. Aber mit der SPD wird es das, und das war ganz klar, nicht verhindern, dass ein Kollege der Union, Verteidigung, Außenpolitik und was, irgendwie hier so einen Entwurf für sich zusammenklöppelt, ja, und damit losläuft. Das kann ich nicht verhindern. Ja, aber das ist nicht zur Abstimmung gestellt und da sind auch alle unsere Fachkollegen davor. Meine Frage schon geklärt, nämlich wer die Initiative daran hatte und ob es verloren hat. Zeigt aber auch, um jetzt den Punkt abzuschließen, zeigt aber auch, dass es da offensichtlich immer wieder auch Bestrebungen gibt, hier dagegen zu bohren. Und dass dann praktisch so gewesen werden konnte. Ja. So, hatten Sie eine Frage? Nein, ich wollte nur bitten, dass man da unterspricht. Okay, alles gut. Versuchen wir. Gibt es noch Fragen? Ja, genau. Dort bitte, Sie haben mich jetzt gesehen. Ja, es wird auch immer wieder versucht, den Einsatz der Bundeswehr im Innern neu zu definieren. Das ist im Grundgesetz verboten und das ist eigentlich nicht in Ordnung, aber es gibt immer wieder neue Initiativen, gerade wieder von der Frau von der Leyen. Ja, genau. Und auch da ist es so, da sind wir strikt dagegen. Ich meine, Boris Pistorius hat es nochmal sehr klar gesagt, alle auf der Bundesebene, jetzt ist mal wieder zum Anlass genommen worden, die Vorfälle in München und da ist, glaube ich, meiner Ansicht nach auch sehr klar herausgekommen, dass die Polizei gut aufgestellt ist und was sollte dann die Bundeswehr? So, dort noch eine Frage. Mich interessiert, was macht eine Fraktion, wenn ein solcher Beschluss atomwaffenfreie Bundesrepublik Deutschland nicht in dem Sinne umgesetzt wird? Was passiert da innerhalb einer Fraktion? Und dann ist die Frage, von der ich immer sehr viel halte, was mache ich dann eigentlich rechtlich? Also, auch an diesem Punkt sehe ich den Eid einer Bundeskanzlerin, die da formuliert hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, so wahr mir Gott helfe. Frage, was passiert da in Fraktionen? Langmut oder jetzt wollen wir es doch mal wissen. Und im Übrigen darf ich noch eine Information hinten ranhängen. Ich zitiere Egon Bahr. Der hat von der NATO gesagt, Sie müssen wissen, dass Amerika die NATO ist. Okay. Jetzt zu unserer Fraktion. Wie läuft das da? Ute Fink-Krämer ist hier schon angesprochen worden. Es wurmt nicht nur den allgemeinen Parlamentarier, der jetzt nicht irgendwie der Abrüstungsexperte ist und die Abrüstungsexpertin, sondern alle. Aber Ute Fink-Krämer ist zum Beispiel jemand, der sowas in der Fraktion anspricht und auch eine Diskussion anwirft. Man muss aber fairerweise auch sagen, das Thema Atomwaffen ist in den letzten Monaten und ihr und Sie können ja alle noch mal kurz überlegen, was wir so an Themen auf der Agenda hatten. Das ist natürlich dahinter Flüchtlingskrisen und anderen innenpolitischen Themen schon zurückgetreten. Aber es ist nicht so, dass die Fachpolitiker da auch nicht regelmäßig machen. Ja, übrigens, ja. Erstens haben wir einen neuen Antrag geschrieben, das habe ich auch noch mal gesagt, in dieser Legislaturperiode, der ist nicht ganz so umfangreich. Teile Inges Einstellung da nicht, dass da gar nichts mehr drin steht. Es sind immer noch 10 von diesen 19 Punkten, die aus dem 2010er Beschluss sind, drin. Da bohren wir schon nach. Und das ist natürlich auch etwas, was im Fachpolitischen auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende dann auch anmahnt. Nur, dass auch, wenn man die Kanzlerin da... Da haben wir ja auch kaum... Du oder Sie natürlich gesagt, wir haben keine Sanktionen beim Atomwaffensperrvertrag.
Ja, wir haben auch nicht so ganz viele Sanktionen gegenüber der Kanzlerin, wenn sie wenn sie uns vor vollendete Tatsachen stellt, wenn sie es nicht gemacht hat. Was wir ihr eigentlich aufgetragen haben durch uns. Ja, das ist eher eine Sanktion, die durch den Wählerwahl passiert. Und das so, so steht das zusammen. Ja, es gibt, es ist schon Demokratiedefizit, würde ich auch sagen, weil im neuen Koalitionsvertrag steht es ja auch nicht wieder drin von der Großen Koalition, dass man den Abzug der Atomwaffen will. Also das war schon ein ziemliches FDP- und Westerwelle seiner Zeit und ich habe den Eindruck, wird jetzt nicht mehr so ernsthaft verfolgt, weil man im Gegenteil ja eher sich im Rahmen der NATO-Strategie unterworfen hat und diesen Modernisierungsplänen auch zugestimmt hat von Seiten der Bundesregierung. Und das Parlament hätte eigentlich mehr Möglichkeiten, die es aber, muss ich leider auch so nach meiner Erfahrung sagen, nicht nutzt. Ich stimme Inge zu, das ist so im Koalitionsvertrag, ist die Atomwaffen und das Büchel nicht mal explizit erwähnt. Es ist nicht so, ich habe das nicht verhandelt, ich habe Gesundheit verhandelt, aber ich habe mir von Kollegen sagen lassen, dass das, nee, aber nicht mehr so explizit, da hat sie schon recht, wie im, in dem Koalitionsvertrag davor. Was haben Sie da? Meine Kollegen haben gesagt, dass sie das nicht vermocht haben, in der Form umzusetzen, wie sie das gewünscht hatten. Nein, da steht also Folgendes drin, Koalitionsvertrag von 2013, die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, und jetzt kommt was ganz anderes, dass zwischen den USA und Russland Verhandlungen zur verifizierbaren vollständigen Abrüstung im substrategischen Bereich beginnen. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen Atomwaffen. Das heißt, man gibt sich voll in die Hand, wieder verhandeln und hält nicht mehr diese Forderung auf. Also es ist eine Verfügung. Aber es ist nicht in der Art und Weise, wie wir es wollen, doch erwähnt. Ja? Und das ist doch, war doch genau der Punkt. Also schon in den Fachgesprächen, das ist ja so Kleingruppen mit den Fachpolitikern jeweils verhandelt worden und es ist in dem Umfang nicht mehr da vorgesehen, wie das in dem Koalitionsvertrag, muss man einfach klar sagen, der letzten Legislaturperiode drin war. Ja? Und deswegen, das kann man... das ist leider die Handlung, der Handlungsrahmen, in dem wir uns dann bewegen, können wir das auch schwer einfordern, weil wir dem natürlich auch so zugestimmt haben. Wollen wir sagen, dass er großes Vertrauen in Sie hat, dass Sie die letzte Frage stellen? Frau Höger, welche Möglichkeiten sehen Sie denn für ein Volksbegehren zur Durchsetzung der Resolution von 2010? Seit 2010, was ja. Also wir hatten gerade von Seiten der Linken in der letzten Sitzungswoche des Bundestages Demokratie auf die Tagesordnung gesetzt und eben mehr Möglichkeiten für Volksentscheidungen und Volksbefragungen in Deutschland. Das ist aber bisher eben rechtlich so einfach auch nicht möglich. Man könnte jetzt natürlich eine Petition machen oder so, wie zum Beispiel bei eben TTIP, die ja auch europaweit läuft, aber eben auch nicht zugelassen ist, ne? Wo man schon sagen kann, da Millionen Menschen gegen TTIP unterschrieben. Ich denke, da wird genauso viele gegen Atomwaffen unterschreiben und da müsste man halt die Bundesregierung auffordern, der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung nachzukommen. Aber rechtlich hätten wir da auch noch viel zu tun, um das überhaupt durchzusetzen, dass so eine Volksbefragung dann auch umgesetzt wird. Da fängt es dann schon mal an, aber ich würde das sehr unterstützen, fände das sehr wichtig. Was an dem Problem aber nicht an der Thematik, sondern einfach an der Situation, dass wir keine plebiszitären Elemente, wie wir das so fachlich sagen, mit Verbindlichkeit haben auf der Bundesebene. Das haben wir auf der Landesebene und auf der kommunalen Ebene, aber wir kriegen eben keine Mehrheit hin und wir brauchen ja eine entsprechende große Mehrheit, um die verfassungsrechtliche Änderungen halt durchzuführen. Haben wir ja schon mehrfach als SPD auch versucht vorzutragen und das ist immer an der Union gescheitert, ja, weil da irgendwelche Sachen vorgeschoben werden, dass dann über Todesstrafen und ähnliche Sachen das ist so von Beginn dann immer abgestimmt wird, was Quatsch ist. Es wäre schon hilfreich, wenn wir eben, das Thema war ja gerade auch mehr Basisdemokratie, die Möglichkeit hätten, eben auch bestimmte Themen zur Abstimmung zu stellen. Also, meine Damen und Herren, was kann man zusammenfassen? Gespräche statt Aufrüstung und Eskalationsspirale, Gespräche mit Russland, denn das hat alles damit zu tun. Dort ist die andere Seite
der Waffen, also Gespräche, keine Eskalation, kein neuer Kalter Krieg. Dann strategische Abrüstung, nicht Modernisierung, wenn ich das so zusammenfassen darf. Dann hat Frau Dr. Reimann einen Finger in eine ganz ärgerliche Wunde gelegt. Wir haben nur andere Themen. Wir haben darüber gar nicht diskutiert. Es ist Dr. Keest und den Organisatoren hier zu verdanken, dass dieses hier so intensiv und offensiv diskutiert wird. Aber Frau Dr. Reimann hat es gesagt, es gibt ganz andere Themen. Es ist gar nicht auf der Tagesordnung. Und ich vergesse nicht, das Angebot, das ich gemacht habe, lassen Sie uns mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen, lassen Sie uns mit denen darüber reden, lassen Sie uns Bildungs- und Friedensarbeit im wahrsten Sinne des Wortes machen. Ja? Und wenn man so weit kommt, dann kann man schon sagen, war es doch sicherlich ein interessanter Abend. Ich mache immer gerne die Sachen, die interessant sind und die mir auch Spaß gemacht haben, so wie jetzt. Danke an das Podium, danke an das Publikum und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen herzlichen Dank.